Uli, Fadi, wo war es schöner? Im Stadion oder bei der Demo? Ah, sorry, da bin ich jetzt verrutscht in der Zeile. Das war der Einstieg, den unsere Gagshow mir vor 2 Wochen geschrieben hatten. Sorry, nee, okay, fangen wir doch mal neu an. Hattest du auch einen Einstieg, Fadi? Nee, doch, ja. Aber es war beides schön. Wir haben ja beide Veranstaltungen gestern besucht, der Uli und ich. Herzlichen Glückwunsch zum so und so vielten Comeback, Uli. Danke. Danke. Du warst krank, wir haben nicht verraten, aber an was du Bild gelitten Live hast. Sofort meine Diagnose verkündet, was aber kein Problem ist. Funk und da kann man rechtliche Schritte einleiten, haben ja auch schon manche Spieler getan, genau, in ihre Diagnose. Ich soll als erstes vorneweg, man soll dich richtig vorstellen, also Sebastian Gloser, hallo. Mhm. Wem habe ich das zu verdanken? Irgendjemand schrieb, das sei komplett verwirrend, dich immer schon von Beginn an Golotze zu nennen, weil gerade die Späteingestiegenen in diesen Podcast würden dann komplett rauskommen. Aber auf also die wollten wir doch keine Rücksicht mehr nehmen. Ja, aber ich dachte mir, auf diesen Menschen, der uns, glaube ich, auf Instagram geschrieben hat, nehmen wir jetzt mal Rücksicht. Und dann sollen wir auf vielfache Anregung und vielfachen Wunsch aufhören zu politisieren in diesem Podcast, sondern uns den wesentlichen Dingen widmen. Seid ihr damit cool? Die Mutter aller rhetorischen Fragen. Ich wurde ja sehr, sehr charmant auch gefragt auf Twitter, glaube ich, war es, auf X, ob ich denn als Sportdirektor überhaupt zu Demos gehen darf. Ja. Ist das überhaupt erlaubt? Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Eigentlich nicht, ne? Nee. Nur wenn es um Fußball geht. Ja. Um Fußball. Ja. Aber es waren ja auch Vertreter des 1. FC Nürnberg auf der Bühne, insofern legitimiert es dann mein Erscheinen, glaube ich. Wahrscheinlich, weil. Ja. Aber das wusste ich noch gar nicht. Vielleicht dürfen nur die PolitikredakteurInnen bei uns auf politische Demos gehen oder so. Ein Punkt mehr, um mich wegzubewerben, wie mir jemand im schönen, lieben Clubforum empfohlen hat. Besonders der Kiplavi geht mir nur noch auf den Sack. Fußball und der Club interessieren ihn eh nicht. Hauptsache lustig bzw. ironisch sein, soll ins Politikressort wechseln. Mit dir hätten wir Freude. Ja, ich wollte es gerade sagen. Das kann nun wirklich niemand wollen, dass ich mit meiner Art über die Weltpolitik berichte. Ich stelle mir das gerade vor, wie du bei so einer Pressekonferenz von Markus Söder dann in München alles zu brennen bekommst. Bevor wir indem ich denen dann die ganze Zeit Fußballfragen stelle. Ja, genau. Wo würden Sie denn hingehen? Auf die Bauerndemo? Oder, bevor wir politisieren, muss ich schon aber auch dazu sagen, bei all den Tipps, die wir bekommen, dass wir damit aufhören sollen, es schreiben tatsächlich in den letzten Wochen auch sehr aktiv, was ja eher ungewöhnlich ist, weil ja normalerweise immer nur die Nörgler oder vor allem die Nörgler schreiben und sich melden. Es schreiben wirklich sehr aktiv und dafür auch vielen Dank. Sehr viele Menschen aus überall her tatsächlich. Ja. Grüße zum Beispiel nach Frankfurt an einen netten Leser, dessen Namen ich jetzt aber vergessen habe. Das ist immer Martin. Martin. Ja, eigentlich. Grüße an Martin, der wohnt in Frankfurt und hat uns auch eine sehr lange Mail geschrieben zum Thema Folklore und Politisieren und so weiter. Die war sehr nett und viele schreiben uns, dass sie das sehr richtig finden, was wir tun, nur um mal denen, die immer noch zuhören und uns hassen, auch zu sagen, es gibt auch die anderen da draußen. Ja, also ich war letztes Mal nicht da, habe ich natürlich mir das angehört und nur noch ein kurzes Statement von mir dazu, was ich dann schon erstaunlich fand, ist, wie viele Menschen das triggert, wenn man sich hier mal ein bisschen in diese Richtung äußert. Und das Problem ist ja, glaube ich, nicht, dass es um Politik geht. Also wir reden hier über Zierfische, über Cordon Bleus, über Kefirs. Das ist halt ein Bestandteil dieses Podcasts, dass auch mal um Sachen geht, die jetzt nicht mit Fußball zu tun haben. Take it or leave it. Und wenn dann sich Leute da so getriggert fühlen, dann ist es ja meistens nicht so, weil es um Politik geht, sondern weil sie ihre Meinung nicht wiedergespiegelt sehen. Das ist ja das Grundproblem. Wenn wir hier ein bisschen über die Ampel schimpfen würden und Habeck als Ursache allen Übels ausmachen würden, hätten wir, glaube ich, ganz viele neue Freunde und Fans, auf die wir gern verzichten können. Ach so, schade. Ja. Ich dachte auch, aber endlich neue Zielgruppen. Also ich habe das ein bisschen von der Außenperspektive beobachtet in der Woche und fand es dann schon faszinierend, auf wie vielen Kanälen und dann mit welchen lahmen Argumentationen das dann teilweise eher attackiert wird. Also ihr habt meine volle Solidarität. Das ist sehr schön. Das wäre jetzt auch schlecht hier in einem Raum. Kadepp im Rechtfertigungsmodus, womit wir bei Dieter Hecking angekommen wären eigentlich, oder? Ach,
Take it or leave it fände ich übrigens gleich der beste Podcast-Titel für die Folge, den wir so früh noch nie hatten. Alles klar, schreibe ich mir auf. ja, Dieter Hecking, wollen wir nicht erst wieder über Fußball? Naja. Mir ist es egal. Ich habe auch noch eine Zwischen- Also ich will heute auch über Fußball reden. Ich auch. Ich so viel auf wir wollten nur über Fußball reden, dann kam uns dieser offene Brief dazwischen und die Proteste im Stadion. Ich habe auch eine Mail bekommen von einem Menschen aus Duisburg. Netter Mensch. Etwas älter als wir, der durch seinen in Sydney lebenden Sohn auf diesen Podcast aufmerksam geworden ist, der uns auch beschimpfte für unseren moralischen erhobenen Zeigefinger, unter anderem vom Golotze. Das war der Mittelfinger. Das war der Mittelfinger, ja. Und dann habe ich ihn angerufen, weil seine Telefonnummer bei dieser Mail dabei stand. Und er war dann sehr überrascht. Es war am Freitagabend. Er hörte sich gerade die Pressekonferenz mit Christian Fjell im Real Life an oder sah sie sich an. Und dann haben wir uns sehr nett unterhalten und ich habe versucht zu erklären, was wir hier machen. Und er hat versucht zu erklären, was ihm auf die Nerven geht. Und sagte mir dann, dass er just an diesem Tag von einem Freund einen guten Artikel über den Zustand der Deutschen aus einer Schweizer Zeitung zugeschickt bekommen hat. Und dann dachte ich mir in der Sekunde, hoffentlich ist es nicht aus der neuen Zürcher Zeitung, ob er mir den auch schicken kann. Ja, und es kam ein Artikel aus der NZZ. Ich habe ihn noch nicht gelesen, aber ich werde ihn natürlich noch lesen. Ich ahne bloß, in welche Richtung er so geht. Grüße. Wolfgang Lars ruft an. Naja, da gehen wir jetzt nicht hin wahrscheinlich. Ja. Er flattert noch brandheiße Infos, die wir hier in den Podcast. Das könnte sein, aber er telefonieren hat schon wieder aufgegeben. Währenddessen ist er auch, glaube ich. Nee. Also, wie bringen wir denn Struktur in dieses Wunderwerk? Wir können ja, weil wir wirklich heute maximal unvorbereitet, glaube ich, sind und jetzt uns alle drei erst gerade im Studio. Uli hat Zettel vor sich. Ja, okay, aber wir haben uns quasi gerade erst im Studio getroffen. Wir haben jetzt keinen langen Vorlauf heute. Vielleicht mal zumindest grob die Themen ordnen. Also, wir haben den offenen Brief von Dieter Hecking. Mhm. Wir haben die Fanproteste. Mhm. Wir haben das letzte Mal das Thema Essen aufgemacht, Pizza bestellen vor allem, und generell Kulinarik. Mhm. Ich schaue nochmal auf meine Liste. Habt ihr noch? Also das Spiel gegen Osnabrück könnten wir vielleicht auch noch streifen. Die Frauen. Absolut. Sowohl sportlich als Social Media der Fußballerinnen des 1. FC Nürnberg. Ah ja, stimmt. Siehst du, das hätte ich fast vergessen. Ja, das, und dann würde ich noch gern auf die nächste Saison vorausblicken, wenn das okay ist heute. Es ist absolut legitim, finde ich. Die ist ja durch. Wenn nicht jetzt, wann dann? Genau, wieder mal perfekter Zeitpunkt. Wir setzen die Themen, wenn keiner damit rechnet und verpassen die, wenn alle damit rechnen. Ja, wir sagen, wenn die Saison vorbei ist. Genau. Also heute offiziell. Ja, also komm, wir machen schnell noch offener Brief, damit die Leute genervt sind. Jetzt sind wir schon wieder das bei. Ist ein Block vor Sippen. Ja, dann, genau. Ja. Ja. Offener Brief von. War, ja, schwierig, ne? Von Dieter Hecking. Ja. Oder. Und darin rudert er zurück, wie man es eigentlich sonst nur von uns kennt. Ja, da könnten wir ein gemeinsames Ruderteam am Dutzenteich bilden. Rhein-Main-Donau-Kanal. Deutsche, fränkische Meisterschaft im Zurückrudern, das wäre super. Und wir, so wie Oxford gegen Dingsbums und wir halt gegen den 1. FC Nürnberg. Hunderttausende stehen an den Ufern, jedes Jahr aufs Neue. Wie heißt das beim Rudern? Schlagmann? Steuermann? Wie heißt das? Keine Ahnung, da bräuchten wir jemanden. Ne? Ja. Obwohl, du hast eigentlich eine Schlagmann-Steuermann-Statur. Ja, das stimmt. Schlagmann ist, glaube ich, was anderes. Also der ist auch mit drin. Und der muss dann aber quasi in die Gegenrichtung, also das ist halt kompliziert, genau. Aber kriegen wir hin, glaube ich. Aha. Also hiermit 1. FC Nürnberg. Einladung. Ja, eine Herausforderung. Wir setzen mal Termin Mitte Mai, würde ich sagen. Kann aber sein, dass wir da nochmal zurückrudern. Jeder hat 3 Monate Zeit, um sich ein Boot zu besorgen. Ja, wir haben doch da Kontakte zum, wie heißt der? Yacht- und Segelclub oder Ruderverein. Genau, das sind die Nachbarn dort am Dutzenteich. Ja, sehr gut. Nehmen wir uns mal vor. Ja, wir verlangen 14 Euro Eintritt. Ich habe das schon mal probiert. Rudern? Zurückrudern? Ja, weil als ich Volontär war für die Nürnberger Nachrichten, musste ich im Sport so eine Serie machen. Das war sehr schön, ja. Ja, da musste ich, glaube ich, 3 Sportarten ausprobieren. Rugby, da habe ich mir direkt die Rippe gebrochen. Mhm. Oder wurde mir gebrochen, vielmehr. Rudern war auch sehr hässlich, glaube ich, mit mir. Ist ins Wasser gefallen und das nicht schwimmen? Immerhin nicht. Aber ich habe sehr viele Krebse gefangen für die Insider.
die wissen, was bedeutet und was war denn das Dritte? Ich weiß, was es bedeutet. Ich glaube, wenn sich das Ruderblatt irgendwie dreht oder sowas, ja, oder wenn man in die Luft. Ja, wenn man quasi, ja, wenn der Flow, okay, weg ist. Und was so war das Dritte? Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Was war das Dritte? War es nicht so was mit Turnen oder sowas? Oder habe ich das noch von Fechten. Fechten, ja, ja. Okay. Ja. Turnen war beim Sportabzeichen. Mhm. Da, dieses Bild von dir in dieser Halle, wo wir über dieses Trampolin oder Podest hüpfen mussten, das kriege ich auch nicht mehr aus meinem Kopf raus. Aber. Ich habe immerhin die Drehung im Stand auf einem Fleck oder so. Ja. Okay, also, naja. Also. Offener Brief. Ja. Also, hast du eigentlich schon gesehen? Ich hab, Demo ist doch keine Folklore. Ich habe mir heute zwei verschiedenfarbige Socken angezogen. Ich hab mir Fadi Keplavi Influencer habe ich mir jetzt. Macht das alle. Ja. Uli, an dem arbeiten wir noch ein bisschen. Dafür hat der heute einen schönen Pulli an. Politisch. Ja. Ein politisch. Wir haben kein Foto gemacht. Ich mache ein Foto, während du das mal erzählst vom offenen Brief. Ja, also er rudert zurück. Demonstrationen und Kundgebungen gegen die AfD und andere Nazis. Grüße an Felicitas, die sich diesen Spruch auf ein Plakat gemalt hat und bei der Kundgebung hochgehalten hat. Sind ja keine Folklore, sondern doch ganz okay, wenn ich das so richtig rausgelesen habe. Ja. Ja. Sind wir damit zufrieden? Schon, ne? Ja. Also man könnte jetzt das noch länger ausführen. Man müsste jetzt, weil wir dem Ganzen so viel Raum vorher eingeräumt haben, könnten wir jetzt das auch noch länger. Aber ich glaube, es ist für alle einfach dann okay. Wie war es denn bei der Demo? Wir waren alle drei da. Aber haben uns niemand, nicht gesehen. Haben uns nicht gesehen und haben auch alle nicht so wirklich was vom Club gehört, oder? Doch, ich stand relativ weit vorne. Der Uli war wieder im VIP-Bereich, glaube ich, wo es die Schnittchen gab. Uli hat sich akkreditieren lassen wieder mal, weil er dachte, Demo kostet Eintritt. Kein Konzert. Aber erst nachdem ich mein Demo-Geld von der Antifa abgeholt habe. Ja. Ah, sag das nicht, ey, da kommt wieder irgendeiner auf Facebook daher. Und ja, also ich stand relativ weit vorne und konnte das ganz gut verfolgen. Sie waren ja zu... Muss ich nachzählen? Zu fünft auf der Bühne, glaube ich. Erst war da Jan Jamara, Christian Fjell, Luisa Guttenberger, Lea Paulik und die beiden Vorstände. Dieter Hecking und Nils Rosso. Und gesprochen haben eigentlich nur, was heißt eigentlich, gesprochen haben nur Jan Jamara und Lea Paulik. Mhm. Das aber sehr gut. Also wo ich mal gedacht habe, wenn man die Leute hinlässt, die reden können, dann passiert da auch nicht viel. Ja. Haben das sehr souverän gemacht. Die Katharina Fritsch hat es moderiert. Nils Rosso hat nicht gesprochen? Nein. Ich war dann ein wenig erstaunt, weil ich gedacht habe, das war jetzt Gesprächsrunde und dann war es eher nur so ein Trialog. Ist das ein Trialog, wenn drei Leute sprechen? Ich habe Leuten in der 730. Reihe erklärt, dass da gerade Nils Rosso spricht. Aber am besten verstanden hat man den Hermann da, wo ich... Ja. Den Herrn Hermann, wo ich stand, wo dann ein nettes Grüppchen um mich herum stand von Fußballfans, die auch dann zur Demo gingen und dort noch ein Bier getrunken haben. Und einer dann sagte, er hätte sich nie vorstellen können, dass er mal irgendwo steht und eine Rede von Hermann zuhört. Diesen Satz habe ich in meinem Umfeld auch mehrmals gehört. Ich sagte dann, der Hermann hat wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass er mal bei so einer Veranstaltung Rede halten muss, aber ja. Noch ein sehr schöner Satz zu dem offenen Brief, auch erschienen auf dem Clubforum, im Clubforum, wo ich ja es so gerne mitlese, weil ich so oft sehr gut beleidigt war. Bader Diamici, Dieter stellt jetzt alles klar, Sportvorstand und Antifa. Finde ich, fand ich wirklich Noch mal kurz zurück. Zuerst war ich auch ein bisschen erstaunt, als dann nur die beiden gesprochen haben und dann war es auch schon vorbei, die Gesprächsrunde. Und dachte, naja, vielleicht, dann kam dann eine Musikeinlage, dachte, vielleicht kommt dann nochmal was. Kam aber nichts mehr. Ersten Moment war ich auch ein bisschen irritiert. Ich dachte, warum stellen die sich jetzt auf die Bühne und sagen nichts? Im Nachhinein muss ich auch sagen, es ist, glaube ich, okay gewesen. Also wenn man sich jetzt so in Dieter Hecking reinversetzt, was hätte er jetzt sagen sollen? Er hat sich mit dem offenen Brief hat er sich positioniert und alles, was er jetzt nochmal gesagt hätte, zum einen hätte man es ihm dann eh so ausgelegt, als naja, das muss er ja jetzt sagen. Und ich glaube, es wäre schwer geworden, jetzt die richtigen Worte zu finden. Und insofern fand ich es dann eigentlich okay, dass sie Präsenz gezeigt haben als erster FC Nürnberg, dass sie da auf der Bühne standen. Aber dass da jetzt nicht jeder noch einmal sein Senf dazugeben muss, das war okay, fand ich. Es hat ja auch nicht an Reden oder Redebeiträgen gemangelt. Ich bin beim Oberbürgermeister ausgestiegen dann, um mich noch zu einer Du hast dann die Gegendemo beschimpft. zu verabschieden. Auch da waren viele Clubfans tatsächlich auch noch da. Grüße. Da war eine sehr, sehr lustige Begebenheit. Ich war dann auch noch da gestanden, habe mir diese Menschen angeschaut
Und vor mir stand auch ein Clubfan, der irgendwie versucht hat, einen Polizeibeamten, der da in stoischer Ruhe stand und halt dieses Häufchen da irgendwie schützen musste, Kraft seines Amtes. Und der wollte ihn irgendwie provozieren, wohl hat die ganze Zeit auf den einklabert, was ich dann irgendwie uncool fand. Und hat dann zu ihm noch gesagt, naja, schon scheiße, oder? Wenn man am Samstagnachmittag sonst nichts zu tun hat, nichts Besseres zu tun hat, sich da herstellen muss. Wo ich gedacht habe, du mit deinem Clubschal, ich weiß nicht, ob du heute so die bessere Wahl getroffen hast mit deiner Nachmittagsgestaltung. Aber habe mich dann da rausgehalten. Ja. Also Redebeiträge, super. Die kamen. Das gefällt mir, dass wir heute wirklich, also mir kommt es heute sehr wirr vor, finde ich gut. Ich finde, es geht noch. Ja? Ja. Ihr findet es stringent. Na, stringent. Nee. Aber ich finde, es geht noch. Ja, es waren wieder viele Menschen auf der Kundgebung. Auch wenn ich es nicht so genau überblicken konnte. Aber es gibt ja Luftaufnahmen oder Hochhausaufnahmen. Und Menschen, die das irgendwie zählen, wie auch immer das dann passiert. Stehen da so Leute wie mit so Klickern, wie früher bei Konzerten, wenn es dann voll ist? Genau. Ja. Nee, ein schönes Zeichen. Erneut 2 Wochen später. Und ja, damit können wir den Blog beenden. Damit ist ja eigentlich dann auch der Podcast jetzt zu Ende, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube, ja. Wo wir aufhören zu politisieren. Machen wir noch einen Gerch. Okay, Fußball. 1. FC Nürnberg gegen den VfL Osnabrück. Seid ihr schon so weit? Ja, ja, absolut. Also ich kann mal, wenn wir jetzt zum gemütlichen Teil kommen, kann ich mal noch die Klappen auspacken. Ich hab's gehofft. Ich dachte, es ist ein Salat. Aber jetzt ist natürlich die vom Beck. Die Kernfrage, Puderzucker oder grober Zucker? Ja, noch mehr. Ich bin Team grober Zucker. Ja. Nur grober Zucker. Ja, und ich befürchte, jetzt kommen halt irgendwie so fancy Dinger mit. Das ist jetzt genau der Punkt, weil die Leute. Oh, den Schokokrapfen nämlich. Ich möchte nämlich, dass jetzt die Leute dürfen jetzt ein bisschen wieder was bei uns kennenlernen. Aha. Und je nach Krapfenwahl kann man ja schon ein bisschen. Sind das deine drei Top 3 Krapfen? Nein, ich habe einfach 3 verschiedene mitgenommen, um ein bisschen so psychologisch was rauszuarbeiten. Mhm. Jetzt bin ich mir bloß bei dem jetzt sicher, ist das wirklich Schokolade oder ist das Nougat? Es gibt ja noch den Nuss-Nougat-Krapfen. Okay, der ist mit so Krokantstreusel oben drauf. Das ist der klassische Schokokrapfen, den ich ungefähr seit Wochen täglich verzehre. Damit betreten wir das Gebiet von Ullis Expertise. Ja. Wer hätte das gedacht? Ja. Okay. Da habe ich noch eine kulinarische Frage. Der Club hat letzte Woche an bedürftige Menschen Schäuferlersuppe ausgeschenkt. Mhm. Und seitdem beschäftigt mich die Frage, was ist Schäuferlersuppe? Es klingt wie ein Gericht, das sich der Uli ausgedacht hat, weil er mach mal eine Suppe, mach ich nicht. Aber du fällst der Schäuferler mit rein. Ist da wirklich Schäuferler? Ist das sowas wie eine Gulaschsuppe? Ich weiß nicht, ich kenne das auch nicht, aber es klingt halt so wie wahrscheinlich, wo ein Schäufele drin gekocht wurde und dann das Fleisch ein wenig. Könnte man jetzt natürlich kritisieren, dass dadurch viele Menschen ausgeschlossen werden, die entweder kein Schwein essen oder kein Fleisch. Aber gut, das wäre politisieren. Deshalb. Ja, ich glaube, es ist halt vielleicht, also ganze Schäufele mit Kloß zu servieren, wäre wahrscheinlich schwierig geworden, auszuschenken. Und dann ist es vielleicht die mobile, das portable Schäufele sozusagen als Suppe. Aber sollte man vielleicht nochmal genauer drauf eingehen. Ja. Kannst du da mal eine Frage in der Pressekonferenz machen? Ich habe Pressekonferenzenverbot selbst aufgelegt. Ja, also wenn da jetzt Nuss drin gewesen wäre, dann wäre das für dich aber ein Ausschlusskriterium gewesen. Aber was ist jetzt das Experiment an der Sache? Naja, 20 Minuten machen wir jetzt übrigens schon ohne Fussi. So lange? Ja. Echt? Okay. Bubble verloren. Der Bubble. Okay. Ihr dürft jetzt wählen, welche ihr nehmen wollt. Es ist tatsächlich kein grober Zucker, sondern Puderzucker. Und ich habe in dem Moment noch gedacht, Mist, ich hätte groben Zucker nehmen sollen. Das ist bestimmt mehr. Ja, Uli hat sich schon entschieden und du darfst als letzter zugreifen. Ich greife als letzter zu. Dann nehme ich den klassischen mit Puderzucker. Ja. Bleibt dir der Vanillekrapfen. Ja, ich bin schon auch eher Fan des klassischen, aber der Vanillekrapfen, der hat mich ein bisschen so in den letzten Jahren abgeholt. Bis auf dieses bescheuerte Vanilleschild obendrauf, das nicht schmeckt. Grüße aber an die Brauerei Beck. Wir nehmen immer noch den blauen Krümelmonsterkrapfen mit Augen, da ist Bananen. Der Pudding ist wirklich drin. der Schlimmste, den man sich nur vorstellen. Da steht meine Tochter da drauf, ich weiß nicht, von wem sie das hat, aber ja. Ja. Also du hast es ja gerade schon genannt, woher die kommen. Es gibt natürlich andere Bäckerketten und Filialen, die auch tolle Krapfen machen. Es ist die einzige, die offen hat bei mir im Viertel am Sonntag. Ja. Deswegen
Brauerei-Beck, habe ich deshalb gesagt, um ein bisschen die Spur zu verschleiern, nachdem wir letzte Woche schon Werbung für die Metzgerei gemacht haben, die nochmal geschrieben haben, sie haben schon Reservierungsanfragen für diesen Podcast in Heilsbronn, ob wir langsam mal in die Pötte kommen könnten. Also Stefanie. Ja. Grüße. Wann gehen wir jetzt eigentlich in die Entenstuben? Der Simon war da nämlich am Wochenende, stimmt, hat das gepostet. Und das er war nachgerade begeistert. Grüße begeistert, an alle Beteiligten. Das müssen wir noch machen. Jetzt werden wir zwar mitten im Kulinarik-Teil, aber diese Tipps, wo man jetzt Pizza bestellt, machen wir dann trotzdem wieder später, finde ich. Ja. Die wichtigste Frage, Krapfen mit Ananas oder ohne Ananas? Ohne. Ohne? Ja. Krapfen mit Ananas? Ja. Gibt es das? Weiß ich nicht, aber ich meine, vielleicht bringen wir da jemanden auf Ideen. Bestimmt. Krapfen Hawaii oder so. Ja. Krapfenpizza wäre mal interessant. Aber gibt es ja Krapfenburger, gibt es ja schon. Krapfenpizza, hört sich gut an. Wahrscheinlich ein Nationalgericht in Italien. Irgendjemand hat mal schon Krapfen Hawaii. Leberkäse-Krapfen irgendwie erfunden. War das nicht letztes Jahr? Ging das nicht mal letztes Jahr durch die Presse, wie man so schön sagt? Ja, ich glaube ja. Also gibt es auf jeden Fall auch bei dieser Kette von... nicht diese. Beiß mal rein. Welche hättet ihr denn genommen, wenn ich jetzt nicht schon eine Vorauswahl getroffen hätte? Ich hätte den Schokokrapfen genommen. Mhm. Ich hätte ihn mit grobem Zucker genommen. Mhm. Also den Standard mit Hiefenmark. Ja, um meine Allmannhaftigkeit unter Beweis zu stellen, muss man ja zurzeit immer mal wieder, um nicht in Gefahr zu geraten. Deshalb will der wahrscheinlich auch, dass wir dich nicht Golotze nennen, weil dieser fremdklingende Name dazu führt, dass du irgendwann auch als einer der ersten deportiert aus wirst. Aus dem Studio direkt weg. Schreibt uns, welche Krapfen ihr essen würdet, um mal wieder ein bisschen so Engagement auch, hier auch rein. Auch sehr gut, wenn wir schon beim Essen sind gerade. Ich habe hier auf dem Flur, auf dem das Podcast-Studio ist, habe ich gerade ins Aushang-Schaufenster, wo immer allerhand wichtige Dinge hängen geschaut. Und um zu zeigen, wie sehr abgehängt und nicht mehr benutzt dieser Teil des Verlagshauses ist, war der Essensplan der Kantine von Oktober 2020 drin. Also wir sind wirklich die Einzigen, die es hier noch aufhalten, was schön ist. Hast du den Schlüssel? Ich nehme immer den Schlüssel mit rein ins Studio, weil ich Angst habe, dass von außen jemand absperrt und dann war es das für immer. Ja, es gibt ja hier die Zwischentür. Ah ja, stimmt. Ja, sehr gut. Endlich mal wieder Essen im Podcast. Mhm. Und 22 Minuten immer noch kein Fuji-Content. Ich dachte mir auch, wir könnten mal wirklich Sonntagmittag bei der Aufnahme, also ich nicht, aber ihr, einfach so Schäufele essen. Schäufele-Suppe. Oh, die Schokoschüssel. Das hat sich angehört, als würde der Uli in der Schäufele beißen, aber ich glaube, das hört man dann wieder in der Aufnahme nicht. Ich lese das Spieltagsgedicht schnell vor, während ihr esst, von Felix Wenzel. Ich muss erst mal schauen, ob es das Richtige ist. Ja. Zwischen den Stühlen, zwischen alles gut und geht gar nicht, zwischen KI und Kreisverkehr, zwischen die Wolken hängen schief und narrativ, Bachs Messe in H-Moll in der Halle und jetzt alle. Ich weiß nicht, wie konnte das geschehen, ich kann die Welt nicht mehr verstehen. Da waren zwei Doofe, da war ein Gedanke, da war Cola, da war Pommes Schranke, Eckfahne gebrochen, zu viel versprochen. Und jetzt alle ganz leise, Scheiße. Großartig. Vielen Dank. War wirklich sehr gut. Also vor allem, wenn man es vorhin noch gelesen hat, dann kommt es so unerwartet. Kommt. Sehr schön. Ja. Also 2-2 gegen den VfL Osnabrück. Das nächste Debakel nach dem 0-8 in Hannover. Du hast letzte Woche noch angekündigt, jetzt kommen wir Osnabrück. Die ganzen Clowns-Mannschaften, ne? Ja. Jetzt ist der Club selber wieder, wie jemand zurecht feststellte, bei X. Der Club, der ewige Anführer dieser Clowns-Tabelle. Ja. Rekordmeister. Aber eigentlich war es ja klar, oder? Eigentlich war es klar. Ja. War spätestens da klar, 77, um ihn noch zu nennen. Wo vorm Spiel die Legende, die Legende lebt, geeiert hat beim Grüße Abspielen. Grüße an Osman. Ja, das stimmt. Da, wo war es klar, dass das schief geht. Schon, das ist nicht gut ausgegangen, da hast du recht. Dann ging es aber eigentlich für den ersten FC Nürnberg ganz cool los. Gegen einen Gegner, der wirklich in dieser Saison nichts auf die Reihe kriegt. Ich war ja vorher in diesem Podcast der Osnabrücker und mit mir war da auch jemand, der was von Fußball versteht, nämlich Tobias Escher, der große Autor, Datenanalyst, was auch immer. Und der sagte, wenn die Osnabrücker eins nicht können, dann Tore schießen. Kennt halt den Club nicht. Der kennt den Club nicht, aber sie können wirklich keine Tore schießen. Sie haben nämlich in 20 Partien gerade mal 18 Tore geschossen. Davon allerdings 4 in den beiden gegen den ersten FC Nürnberg, also fast ein so und so Viertel. Und besonders geärgert hat den Club gestern Conte, der in dieser Saison auf 4
Wie heißt der mit Vornamen, Uli? Du hast die Aufstellung Alexander? Oder? Christian Cho. Christian Cho. Kommt in dieser Saison auf 4 Scorerpunkte und davon 3 gegen den ersten FC Nürnberg, nämlich 2 Tore im Hinspiel, jetzt eine Vorlage und eigentlich noch ein 5. Scorerpunkt, weil er ja in der letzten Minute der Nachspielzeit noch diesen Schuss von Lukas Schleimer von der Linie gerätscht. Da muss man jetzt diese Häkchen decken. Echt? Ne? Findest du, es war bloß ein Schüssler? Ja. Ja? Es war trotzdem sehr stark, wie er den noch wegmacht. Wie er den weggrätscht und dann habe ich mir die... Ja, genau. Grüße an Marcel Gauss und den FC Ingolstadt. Das hat man auch schon anders gesehen gegen den ersten FC Nürnberg in der 90. plus 6, die es auch ungefähr wieder gewesen sein dürfte. Sebastian Andersson stand da auch noch in der Nähe rum. Musste er da schneller reagieren und den weggegrätschten Ball zumindest versuchen, über die Linie zu zimmern, wie wir Sprachliebhaber sagen? Ich glaube, der war halt schon gescheit müde. Der war schon gescheit müde, ne? Hat er dann da überhaupt noch stehen dürfen? Warum stand da nicht ein frischer Julian Kanja, der damit endlich seinen Stern hätte zum Glühen bringen können? Ja. Also er war in der Szene so gedankenschnell, wie ich das ganze, die ganzen 90 Minuten, die ich in der Kickfabrik verbracht habe am Samstag. Hast du getroffen? Mittag. Ich habe, glaube ich, tatsächlich nicht getroffen. Pässe kamen an nach einem Jahr Spielpause. Aber so manchmal der berühmte Schritt zu spät. Aber nicht verletzt. Das ist ja bei dir immer die größte Sensation. Ja, das stimmt. Ja, ich dachte mir im ersten Moment auch so, warum grätscht er nicht hin? Aber man sieht dann, glaube ich, in der Zeitlupe, dass der Ball schon wirklich weit weg von ihm prallt. Du meinst, von uns wäre auch keiner mehr? Von uns wäre auch keiner hingekommen. Okay. Nee. Deshalb bleibt es beim 2-2. Dass der Club eigentlich hätte verhindern können, wenn man das okaye Spiel aus den ersten 20 Minuten über 90 Minuten gebracht hätte. Ja. Da war also wir hatten da, glaube ich, so nach 20, 25 Minuten auf der Tribüne, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, irgendjemand hat gesagt, ja, gegen die kannst du nicht verlieren. Ja. Also stimmt ja, hat man nicht verloren, aber also es war schon wirklich nicht so wahnsinnig gefährlich, was Osnabrück bis dahin gezeigt hat, ganz am Anfang diese Halbchance, wo von links. Ich habe die erste Viertelstunde gesehen und wo Klaus dann ganz gut reagiert, wo, weiß nicht, wer sich um Marquez rumwickelt. So wir gehen doch hier nicht. Ich war ja nicht beruflich beim Spiel, deswegen habe ich jetzt auch nichts notiert. Ah, okay. Ich bin ja so dumm und gehe dann privat zu sowas hin. Ja. Wir haben die Ausstellung nicht besprochen, wir wollen doch hier chronologisch vorgehen. Nee, diesmal haben wir mit dem Ende begonnen, was ich eigentlich auch okay finde. Mhm. Ja, warum? Die Ausstellung war ja das Beste, was der erste FC Nürnberg derzeit zu bieten hat. Und das ist eigentlich das Schlimme. Ja, weiß ich nicht. Weiß doch. Ich nicht? Nein. Da sind einfach Spieler dabei. Nur jetzt aber. Ja. Jetzt. Ja, okay. Uli ist weg. Warte, da putze ich mir den Mund nochmal ab. Ja, weil ich glaube, ich muss widersprechen. Okay. Da sind einfach Spieler momentan dabei, die. Die würdest nicht, du nicht zum Kilopreis am. Wie war das damals? Die vielleicht mal eine kreative Pause bräuchten, muss man so formulieren. Mhm. Wer? Goller. Benjamin. Benjamin. Da bin ich bei dir. Okunuki. Kanji. Castro wirkt für mich überhaupt nicht fit momentan. Weiß nicht, was mit seiner kleinen Verletzung noch zu tun hat. Drei. Ist weit entfernt von dem Castro der Vorrunde. Wer kommt durch dieses Sieg? Brown fand ich auch. Brown. Bereitet das Tor schön vor, aber ansonsten das beim letzten Tor schaut er halt auch nicht gut aus. Also ja, der wird sich, nachdem er gestern Conte begegnet ist, auch nochmal überlegt haben, ob das so eine geile Idee ist, dass er nächstes Jahr. Also, das sieht man schon, dass er auch noch ein bisschen wild. Aber ich finde, du hast halt einfach null Alternativen momentan. Wie weit ist weil Joseph Hangbo eigentlich? Ja, ich glaube, der war noch nicht auf der Bank. Ja. Also du hast halt Schleimer, den kannst du immer bringen, weil der weißt du nie, was passiert. Also, wäre ja auch fast noch was passiert, dann wäre wieder alles richtig gewesen. Das lasse ich gelten, aber ansonsten muss ich sagen, alles, was da auf der Bank sitzt, ist da nichts dabei, wo ich denke, oh, jetzt geht was ab. Julian also, Kanja möchte ich da einwerfen. Ja, von dem erwartet man jetzt noch nicht so viel, hätte man machen können, aber sorry, Erik Weggeser, weiß ich nicht, was er da vorhat, wenn er reinkommt. Freut mich schon ein bisschen aufs nächste Mal, wenn er da so Erik Weggeser ist mir schreiben muss. War der nicht mit Joshua Kimmich? Dann,
dann sorry, dann Ahmed Gülen bei dem dritten Tor, da schläft er halt wieder. Ich zweites. Weiß nicht, gefühlt das dritte. Ich weiß nicht, wie viel der Tor das in der Saison ist, wo er halt einfach nicht beim Mann ist oder pennt oder geistig. Ich meine, er ist eingewechselt worden, der war ja jetzt nicht müde. Mhm. Dann muss ich doch da reagieren, denn Klaus hält den Ball ja eigentlich wirklich gut. Und dann muss ich halt als Abwehrspieler, kommt ja gerade noch so hin, aber dann muss ich halt als Abwehrspieler dafür halt nicht in der Gegend rumschauen. Man sieht, wenn man die Szene nochmal zurückspult, er ist an ihm dran im Fünfer und dann lässt dann halt einfach im Rücken wieder weglaufen und ist dann, huch, der steht ja jetzt da frei und schaut dann noch entsetzt seine Mitspieler an. Also, oh. Und das ist halt das Problem, dass da nichts von der Bank momentan kommt. Ein paar hast du noch verletzt, ein paar Optionen, die du normal hättest, die sind ja weggebrochen und unter dem Aspekt überlege ich mir jetzt schon fast wieder, ob das wirklich so eine geile Idee war, dann im Winter trotzdem Spieler wie Möller-Dehli oder Handwerker, die zumindest ein bisschen eine Option hätten sein können. Ah, Kritik an der Kaderplanung. Naja. Heute haben wir wieder alles dabei. Mir wird Himmelangst. Jetzt hat sich's doch gerade beruhigt. Wollen wir wieder über Politik sprechen vielleicht? Ja. Wollen wir mal in ruhigere Fahrwasser zurückrudern? Woran? Also ja. Ja, da müssen wir jetzt einiges aufarbeiten. Und, ja, jetzt mache ich noch weiter und dann könnt ihr nimm aus dieser Mannschaft einen Can Usun raus momentan und dann musst du wirklich heilfroh sein für die Punkte, die du jetzt gerade schon hast. Also was er wieder gespielt hat, brauchen wir nicht drüber reden, wie er die Tore macht. Das ist 1A. Aber das ist ja wirklich, du bist so abhängig von am 18-Jährigen inzwischen. Mhm. Und wenn man jetzt mal die Saison bis daher anschaut, also ich weiß nicht, ob wir uns schon wieder alle wegen haben blenden lassen, auch in der Vorrunde von diesen zugegebenermaßen phasenweise schönen Spielen, aber inzwischen, wenn ich die Saison so durchgehe, überwiegen langsam wieder die Spiele, wo ich denke, guter Gott, als dass es die große Aufbruchsstimmung schürt. So, jetzt bin ich ruhig. Sebastian Golotze, Kloser und Fadi Kimlavi sitzen, um das ein bisschen zu beschreiben, hier im Podcaststudio Uli Dickmeier gegenüber. Mit großen Augen verfolgen sie, wie er da gerade mal alles einreißt. Reagieren wir da denn jetzt drauf? Stell dir besser nicht vor, weil sonst wird es noch schlimmer. Aber soll ich nur mal zum Bäcker gehen, noch ein paar Krapfen holen? Ich glaube, der Zucker oder vielleicht, tut dem Uli gut. Vielleicht doch ein Bier von da unten, um ihn wieder ein wenig runterzubringen. Ja, wir können es ja mal durchgehen. Mit den Pausen, da bin ich bei dir, bei den Spielern. Also gerade die Flügel, die halt einfach sehr laufintensives Spiel haben und alles. Und da fand ich es jetzt auch. Aber wie kann es denn sein, nach drei Spielen in der Rückrunde, nachdem sie gerade bis auf Kanji Okunuki, der noch ein bisschen nach Japan gechattet ist und sowas. Wie kann es denn sein, dass die dann alle schon wieder müde sind? Ach, der Winter ist halt lang. Ja. Und jetzt ist so die Phase, wo man gerne mal. Aber jetzt ist Urlaub doch, jetzt ist, ich finde, jetzt kommt doch gerade die Phase, die bei uns im Garten blühen die ersten beiden Winterlinge. Man spürt die Kraft der Natur langsam. Winterlinge? So gelbe kleine Pflänzchen, die immer sehr regelmäßig als erstes nach dem Winter wieder aus dem Boden lugen. Ich muss es jetzt schnell googeln, weil ich mir nicht mehr sicher bin, ob sie wirklich Winterlinge heißen. Früher gab es mal diese Regel, dass jeder Artikel eine Info enthalten soll, die dann dem Leser etwas Neues bietet. Ja. So im Podcast ist ja vielleicht auch. Inzwischen haben wir ganz andere. Ah, sehr schön. Ja. Sehr schön. Das stehen schön, zwei bei mir inzwischen im Garten und danach kommen dann irgendwann die Schneeglöckchen vielleicht, da bin ich mir jetzt nicht 100%. Herrlich, wie wir von der knallharten Analyse vom Uli jetzt auf kleine gelbe Blumen, die gerade im Garten das sprechen. Ist dieses Podcast dieses Podcast-Universum. Also alles spricht doch dafür, jetzt rauszugehen und die Welt zu umarmen zu wollen. Nazis. Ja, also denken. Auf jeden Fall bräuchten die. Aber warum? So wie sie, wie kann es denn sein? Ja, keine Ahnung, wie es sein kann. Aber wie kann es sein? Es ist ein so, als Problem der Trainingssteuerung. Das ist ja jetzt nicht ein Problem, das jetzt plötzlich aufgetaucht ist. Jetzt gehen wir halt mal die letzten 7, 8 Spiele zurück. War gestern auch sehr schön. Ich glaube, es war Jens Kastrup in der Mixzone nach dem Spiel. Also er sagte, ja, dass das jetzt leider nicht mehr so gut läuft wie in der Vorrunde. Dann hat er so kurz innegehalten und hat gemeint, jawohl, da lief es am Ende auch nicht mehr gut. Das war sehr schön. Das meine ich, es war ein sehr schöner Spätsommer war das, Paderborn, Kiel, Hertha, diese Spiele. Aber seitdem ist er wieder so ein Trott drin, weiß nicht, also gutes Rostock-Spiel, okay, das war in Ordnung, aber
ich war in Hannover, ich bin immer noch erschüttert. Wahrscheinlich bin ich deswegen auch krank geworden nach dem Spiel, weil das schon wirklich sehr gruselig war. Und das Spiel hat jetzt, also wir haben gegen den Tabellenletzten gespielt. Wir. Ja. Aber ich fühle mich heute auch so, als hätte ich auch gegen Osnabrück gespielt. Ja. Also man musste schon auch mal in der Relation sehen und vor allem, was Trainer hat ja irgendwie angemerkt, was die Mannschaft ja schon Tolles erreicht hat in der Saison. Naja, ich kann jetzt auch nicht sagen, jetzt habe ich in der Vorrunde 3 Artikel geschrieben, die waren ganz okay. Jetzt mache ich halt lauter Rechtschreibfehler rein, ist ja wurscht. Also, ich, der Trend ist halt einfach gerade wieder in die komplett andere Richtung. Und, Also doch eine Graubenmannschaft, die Rebbe und Hecking da zusammengestellt haben. Ich mache mir vor allem Gedanken, wie diese Mannschaft nächstes Jahr ausschaut, wenn dann Braun und Uso nicht mehr dabei sind. Achso, wir reden erst später über die nächste Saison. Ja, aber ich finde halt, dass man jetzt schon irgendwie sich mal Gedanken, ich meine, das machen sie ja bestimmt, aber die Wintertransferperiode war ja jetzt auch nicht gerade so, ich weiß, braucht man alles nicht und es reicht ja wahrscheinlich, um mit dieser Mannschaft irgendwie halbwegs noch durch die Saison zu kommen, das glaube ich schon. Aber es hat sich auch schon mal bewährt, zum Beispiel damals einen Jens Kastrup halt schon mal im Winter zu holen, dem dann so ein halbes Jahr Eingewöhnung zu geben und dann konntest halt im Sommer den auch richtig mit einbauen. Also wäre schön gewesen, wenn das vielleicht mit dem einen oder anderen jungen Spieler auch geklappt hätte. War ja der Plan, wenn man das so verfolgt hat, nur haben halt die Vereine aus Gründen, unterschiedlichsten Gründen vielleicht gesagt, nee, die Spieler können wir jetzt nicht hergeben. Ich glaube, das war wahrscheinlich schon das Ziel, aber ich weiß nicht, ob dann da also ob man zu naiv war, dass man dachte, man kann schon, wenn man da nochmal vielleicht ein paar Euro drauflegt oder was auch immer, die beiden loseisen, oder ob das jetzt dann verkalkuliert war. Und angeblich war ein kurzes Fenster offen, das dann aber durch Verletzungen unter anderem anderer Spieler bei den abgebenden Vereinen wieder zugegangen ist, wie wir Sprachliebhaber es formulieren. Und halt Abstiegskampf beim einen oder anderen oder sowas. Also verständliche Gründe, aber ich weiß nicht, ob man zu vielleicht selbstsicher war, dass man die schon kriegt. Ja, ich war ja der Meinung, man braucht gar keine, hätte gar keine Neuzugänge gebraucht, außer Sebastian. Du hast doch das Spiel auch gesehen. Andersson, ja. Wir können ja nochmal das vom Uli jetzt ein bisschen aufdröseln. Also ich habe ja ungefähr vor 5 Minuten die Frage gestellt, woran das liegt, dass die so müde sind. Da kommt jetzt von euch aber nicht viel. Ja, das kann oder sind sie gar nicht müde, sondern einfach schlecht? Vielleicht haben sie ja einfach überperformt in der Vorrunde. Und jetzt ist halt wieder das. Also die Regression halt zur Mitte, wie sie da Zängerle nennt, glaube ich. Ja, man könnte jetzt natürlich irgendwie dann immer das Übliche, da gibt es dann viele Gründe, was weiß ich, der Gegner stellt sich auch mal besser ein auf die, überperformt, sonst was, aber vielleicht das Training, also klar, ihr seht manche Einheiten, aber die werden jetzt, glaube ich, nicht von der Trainingssteuerung da überlastet sein. Also ist jetzt keine Mannschaft, die im Europapokal spielt, irgendwie die jetzt da in 7 Tagen 3 Spiele abreißen muss. Ja, vielleicht ist es einfach auch das Wissen, dass man eh immer spielt, wo die dann vielleicht am Schluss, das ist gar nicht so die Frage der Müdigkeit ist, sondern auch ein bisschen so eine Kopfsache. Also wenn du einfach keine Konkurrenz hast, die da hinten dran steht oder im Nacken sitzt, dann spulst halt dein Zeug ab und klappt es schön, klappt es nicht, naja. Wie hier im Podcast. Ja. Bei uns gibt es auch keine Herausforderer irgendwie, die mal endlich... Ja. Also ich unterstelle, Gottes Willen, nicht Wolfgang muss mal unterstell jetzt, ich unterstelle jetzt keinem Spieler, dass er da irgendwie ins Spiel reingeht und nicht alles geben will, das Gottes Willen, aber ich glaube so unterbewusst, Konkurrenz belebt das Geschäft und ich sehe da momentan halt keine Konkurrenz. Du hast auf der Bank hast du Spieler, denen du mehr oder weniger deutlich zu verstehen gegeben hast, dass sie in den Planungen keine große Rolle mehr spielen. Also, dass man dann da hofft, dass die jetzt noch einmal irgendwie den großen frischen Wind dann bringen, wobei die ja gar nicht eingewechselt wurden, das mal. Außer Hübner. Was? Das war auch eine geile Einwechslung eigentlich, dass er dann für Can Usun kommt, Hübner. Das ist was für die Geschichtsbücher. Das war die fast schon klassische Hübner-Einwechslung. Eigentlich ein Weinzierl-Wechsel, oder? Ja, aber kommt naja, gut, ja, der Gedanke ist natürlich schon klar, man wirst halt dann irgendwie das über die Bühne retten, noch die Ja, aber ist das, und, ist das, aber das Symbol, das ja noch man nie. Also, damit aussendet? Ja. Heißt das Symbol, das man damit aussendet? Nachdem du die letzte halbe das Stunde... Signal, das Signal, das man damit aussendet. Ist das nicht auch das Falsche, dass du dann sagst, ja okay, jetzt stellen wir noch den nächsten Innenverteidiger hinten rein und... Wir vermischen gerade so viel, das Spiel müssen wir ja gleich nochmal aufarbeiten. Uli hat mich jetzt vollkommen aus dem Konzept gebracht. Ich dachte, wir machen hier so einen routinierten Polit-Podcast und labern ein bisschen über das Spiel und jetzt stehen wir plötzlich wieder vor einem brennenden, sportlichen Haus, in dem wir alle handelnden Personen in Frage stellen müssen. Darauf war ich heute nicht
Ja, ich wollte dann auch. Dann noch durch diese Krapfen besänftigt irgendwie. Ja, ja, ich dachte auch. Vor 20 Minuten dachte ich noch, wird das ein gemütlicher Nachmittag heute. Krapfen, und jetzt muss ich mir echt überlegen, wessen Entlassung ich fordere. Was trinkt der Uli heute eigentlich schon wieder? Ja, jedes Cola, Mal. Sherry. Hast du das, ich find, hast du das gesehen, den Tweet, dass ein Energy Drink pro Monat macht? Aber wenn ich etwas nicht habe, dann ist es Schlaflosigkeit. Okay. Also ich kann von den Dingern 3 trinken und dann lege ich mich hin und schlafe. Das führt und mir ins Leere. Ich finde, Coke Sherry ist erlaubt. Habe ich in meiner Kindheit auch gern getrunken. Mhm. Na gut. Als ich noch nichts über Geschmack wusste und so. Also was wären denn, wenn du sagst, kein Konkurrenzkampf und keine wirklichen Alternativen, was wären denn dann noch die Optionen? Also klar, ein Hangbau, wenn er mal dann wieder gesund und fit ist. Er hört sich wirklich immer an wie ein Sachse. Wir können den nie wieder richtig aussprechen. Der ist so reißt es dann immer. Ja, es ist echt bitter. Selbst wenn man sich dann vorher vornimmt, dass es auf keinen Fall kommt, dann trotzdem noch Joe Hangbau raus. Und man will sich eigentlich auf keinen Fall, vor allem nicht als Franke, aus über Zeit andere... Roda. Man will sich nicht über andere Dialekte lustig machen eigentlich. Wie das schön wir ist, über diesen Witz auch jedes Mal wieder lachen können. Das zeigt auch unser sehr schlichtes Gemüt. Willst du nochmal erklären, warum der Fanclub South Park hat? Den ich gestern übrigens gesehen habe, als ich nach Hause geradelt bin, standen die mit ihrem Bus gerade im Stau. Grüße. Okay. Und dann musste ich wieder dran denken, dass der Uli das erklärt hat. Und wir waren in Pegnitz. Grüße dahin. Also was sind Alternativen? Da hocken sie jetzt gerade in Pegnitz alle in ihren nicht beheizten Häusern und hören den Podcast. Es ist eine kalte Schäuferlissuppe. Denke ich oft dran, haben die armen Leute in dieser kleinen Stadt. Jetzt sollte man mal ein Kraftwerk bauen dort. Ja. Was ist denn, wenn Anderson jetzt gerade spielt, könnte man den Herrn Hayashi vielleicht zum Beispiel mal auf den Flügel bringen? Wäre das eine Option oder ist der wirklich Mittelstürmer? Ist er nicht verletzt? Der ist verletzt, ja. Müsst du nochmal auf dem Aufstellungsbogen gucken? Der ist ja dauernd verletzt, ne? Das ist auch so ein Problem, dass der nie ist. Jetzt glaube ich ja wieder was anderes als in der Vorrunde, hätte ich kürzlich mal gefragt. Also es ist wieder eine andere Verletzung. Gut, dass der du nachgefragt halt hast, weil beim Handwerker Timmy hast du letztens nicht nachgefragt. Und nee, bei Lokemper war es, glaube ich, oder? Nee, ging letztens um Handwerker, bevor er dann weg war. Ja, der war ja beim Training ja wirklich leicht angeschlagen, deswegen hat er gewisse Logik, dass er nicht gerade steht. Ja. Also gut, wer könnte denn mal frischen Wind hineinbringen? Ja gut, Luke Kemper hat jetzt immer noch als Option, da weiß man zwar auch nicht, was rauskommt, aber Pokal gegen Rostock zum Beispiel war das ja schon ein belebendes Element, der ist aber auch verletzt. Ja, und zu euch viel bleibt dann halt nicht mehr, ne? Systemumstellung ist ausgeschlossen, insofern geht nur 1:1 Wechsel. Ja, sagt zumindest oder? Christian Fjell so, oder? Dass er in diesem System so variabel sein kann wie sonst. Ich finde es immer noch erstaunlich, dass man Elliot Muteba abgegeben hat. Mhm. Wobei der natürlich bislang nie irgendwie oben aufgetaucht ist. Also, und das wird sicherlich seine Gründe haben. Ich denke mal, ich habe ihn ein paar Mal gesehen. Ich habe auch schwache Spiele von ihm gesehen. Also, aber trotzdem fand ich mit seiner Schnelligkeit, dass er schon was hat. Und ich glaube, 12 Tore in der Regionalliga, ja, okay, ist Regionalliga. Bei Kanya hat man dann auch gesehen, dass der Sprung halt doch nicht ganz so einfach ist vielleicht. Aber gerade in der jetzigen Situation weiß ich nicht, ob es nicht aus dem mal einen Versuch wert gewesen wäre. Aber wie gesagt, da sehe ich ihn zu wenig, das Training zu wenig, die Spiele zu wenig. Da hat Fjell bestimmt im Austausch mit Andi Wolf die bessere Einschätzung. Will da gar nicht klugscheißen. Kann es nicht sein, dass sie einfach im Moment eine kleine Krise haben, die sich jetzt schon über 8 Spieltage hinweg zieht, aber die Mannschaft so grundsätzlich... Vielleicht muss man es ja gar nicht so weit aufziehen, sondern wenn man nochmal in das Spiel reingeht, also du hast es vorhin gesagt, der Club spielt es recht souverän, die erste Viertelstunde, 20 Minuten, führt 1-0, dann steht es irgendwann 1-1, können wir auch nochmal dann einzeln draufkommen, dann steht es irgendwann wieder 2-1 und dann habe ich einfach, wie wahrscheinlich die meisten nicht verstanden, warum der Club plötzlich so passiv wurde. Sehr also, passiv. Also wurde er so passiv oder war Osnabrück plötzlich so drückend, dass im Club nichts anderes übrig blieb, das kann ich mir doch nicht vorstellen. Also und wenn, dann muss es doch wiederum eine Möglichkeit gegeben haben, von außen einzugreifen, vielleicht nicht durch Wechsel, aber durch Anpassungen, dass man da wieder mehr rauskommt. Und dann hast du ja dieses Riesenglück, also nicht nur Glück, sondern auch Können, aber dass dann ein Can Uzun dir halt das 2-1 macht in der zweiten Halbzeit, also auch in der Phase, wo es jetzt welches war denn das schönere Can Uzun-Tor gestern? Können wir das mal als das Zweite? Das Zweite. Ja, zweite? Also das macht er technisch super. Das also ist Weltklasse, obwohl es so
schaut so einfach aus, aber dann genauso, dass der Torwart nicht hinkommt, um den Verteidiger noch rumgezogen, mit der richtigen Stärke auch, mit der Innenseite nicht irgendwie blind draufgezogen. Also das ist den Ball sich vorher quasi hochnimmt, weil er weiß, dass er in der Szene eigentlich nur daraus was vielleicht machen kann. Ah ja, okay, gehe ich mit. Aber das erste war schon auch geil, als er den Ball da annimmt und wobei dann. Wobei ihn dann auch keiner angreift, ne? Da stehen natürlich vier Leute. Da greift ihn niemand an, aber er macht es halt dann, ja. Ja, und er nimmt auch so sehr schnell Geschwindigkeit auf, dass vielleicht alle ein bisschen überrascht waren. Er legt sich ja den Ball so ein bisschen vor und bringt dadurch mehr Tempo rein, als in der Situation zu erwarten. Du hast dabei immer das Gefühl, er weiß genau, was er jetzt machen will und das macht er dann auch. Das ist jetzt nicht irgendein Zufallsschuss gewesen oder er läuft halt, sieht, okay, linkes Eck, flach, wenn mit ein bisschen Schmackes drin. Also das ist einfach, und wie gesagt, dann hast du das Glück, so einen Spieler dann rein zu haben, der dir in der Phase, wo es nicht unbedingt in der Luft lag, dieses 2-1 macht und selbst dann schaffst du es wieder nicht, irgendwie da ein bisschen Rückenwind mitzunehmen und zu sagen, so und jetzt, hallo, Tabellenletzter, jetzt führen wir 2-1 und jetzt spielen wir das Ding hier mal ordentlich nach Hause, sondern du lässt dich die letzten 20 Minuten komplett hinten her spielen, kannst du schon wieder nicht anders sagen. Zweite Halbzeit, 12 Schüsse für Osnabrück, 4 für den Club, 59% Ballbesitz Osnabrück, 33 Pässe ins Angriffsdrittel Osnabrück, 9 vom 1. Hälfte in Nürnberg. Osnabrück hatte bereits nach der ersten Hälfte den höheren Expected Goals Wert. Der dann irgendwann ins Exorbitante gestiegen ist, während der vom Club, glaube ich, irgendwo bei 1 verharrte. Das Schlimme ist ja, dass das ja kein Pech war, dieses 2-2. Das war ja hochverdient. Die haben den Lattenschuss vorher, die haben so ein paar Chancen. Also das war ja alles in allem absolut in Ordnung. Ja, ohne Klaus, über den wir natürlich auch noch sprechen müssen. Gott, wir haben so viele Themen, ey. Das wird schon wieder. Was haben Sie, mein Schäufele-Suppe wird kalt. Jemand hat sich beschwert, dass er 50 Meter bloß Arbeitsstrecke hat. 50 Minuten. 50 Minuten, genau. Ja. 50 Meter, das war ich. Aber, und er ungern Podcast. Ja, also wie erklärt euch das, dass dann tatsächlich der Club so passiv wurde? Also, das ist ja auch so ein Problem, was diese Mannschaft irgendwie, ich weiß nicht, wie oft wir das hier schon diskutiert haben, egal wer da außen als Trainer saß, diese seltsame Passivität und dass sie es nicht schaffen, dann irgendwie... Also, das mal souverän über die Runden zu lassen. Ja, also ich meine, der Club ist doch definitiv, was jetzt die Defensive angeht, nicht die Mannschaft in der Saison, die so eine Führung mit einem Tor souverän nach Hause spielt und verwaltet. Also das sind sie ja definitiv nicht, das wird ja auch jeder wissen. Insofern verstehe ich nicht, warum man dann nicht entweder aktiver aufs dritte Tor geht, um sich da ein Polster zu schaffen, oder zumindest so belebend spielt, dass halt der Gegner zumindest weit weg ist von beiden Strafraum. Vor allem hast du ja gerade nichts zu verlieren. Du bist ja irgendwo im Niemandsland der Tabelle. Ist ja jetzt so, wenn du jetzt sagst, oh Gott, wenn wir das jetzt irgendwie heute verkacken, dann, oh, also du kannst ja eigentlich befreit aufspielen. Nach oben geht nichts, nach unten geht momentan bei diesem, sagen, bei diesem noch unruhigen Umfeld beim Club kann man nie befreit aufspielen. Genau. Hat, glaube ich, jemand so ähnlich in Hannover. Und du hast ja Osnabrück auch wieder stark gemacht. Also die sind nicht in das Spiel rein, wo du am Anfang gedacht hast, oh, die wollen es heute aber wissen. Das wird keine einfache Sache. Also die haben ja die ersten 20 Minuten, bis auf diese kleine Anfangschance, wirkten die jetzt nicht so, als wenn sie dir ganz große Probleme bereiten. Und dann fällt es 1-0 und denkst, naja, gut, das gewinnst halt heute 2-0 oder so. Irgendwann machst du das Zweite und dann passt es. Und ich finde das schon ein bisschen besorgniserregend. Und ist das jetzt das Personal oder ist es dann der Trainer, der dann noch zu wenige Ideen hat, wie er dann das Spiel wieder in eine andere Richtung lenken kann. Jetzt wieder, Fadi schaut auf sein Handy. Ich schaue mir Insta-Story von Martin Bader an und frage mich seit Monaten, warum der jetzt immer Bob-Content postet. Er hat jetzt die Europameisterinnen im Zweier-Bob. Zuletzt hörte ich, dass er sich mit American Football beschäftigt. Ja. Aber Bob scheint auch eine Leidenschaft zu sein. So, und jetzt weich nicht aus, ja, indem bitte? Du auf dein Handy starrst. Du hattest ja irgendwie die Geschichte gemacht, ob dem Trainer ein Plan B fehlt. Ja. Und das hat er ja verneint. Und ich damit auch, weil ich ja alles nachplapper. Lass mal das so durchgehen dann. Ja, weil ich nach wie vor glaube, dass es schon, dass die Formation erstmal wurscht ist. Du musst halt gucken, welche dir taugt und für ob du die Spieler dafür hast, und das glaube ich, die Spieler dafür hat der erste FC Nürnberg für dieses System. Und dann kommt es halt drauf an, mit welcher Intensität und mit welchem Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten du dieses System spielst. Und dann ist es relativ wurscht, ob der Gegner dich dechiffriert hat, wie wir, glaube ich, letzte Woche hier schon mal besprochen haben, oder nicht. Weil du dann dich trotzdem aus den Situationen, wo du vielleicht in Gefahr, in Pressing, Druck gerätst, befreien kannst. Ja. In denen.
Und er hat ja sein System. Warte mal. Sag mal, stopp. Er hat ja sein System auch in der zweiten Halbzeit ein bisschen modifiziert. Es war dann eher so 4-4-2. Also es ist nicht so, dass das nicht reagiert wird. Aber das stimmt schon, was du sagst. Sie können es halt nicht mit Leben erfüllen. Ja, und das, als reagiert wurde und als Okunuki und Goller raus sind, das hat ja das Spiel eher noch schlechter gemacht, muss man jetzt mal ehrlich sagen. Da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, wo ich anfangs gesagt habe, weil halt von außen die reinkommen noch schlechter sind. Ja, und weil auch das dann nicht mehr zum Spiel, du nimmst die beiden schnellsten Spieler, also glaube ich jetzt mal, dass das die beiden schnellsten Spieler im Kader sind, nimmst raus, obwohl du eine 2-1-Führung damit über die Zeit bringen willst, dass du dich hinten reinstellst und mal ein paar Bälle nach vorne trischst, dann ist es vielleicht auch nicht so clever, die, also wahrscheinlich war das nicht der Plan, sondern er hat gehofft, dass Lukas Schleimer... Hör ich da leise Kritik? Nee, ich kritisiere nur politische Dinge, ja. Weil der Sport ist mir wurscht, wie die meisten da draußen eh schon gecheckt haben, Hauptsache ironisch. Ja. Deshalb, ich glaube, am Plan müsste man nichts ändern, man muss halt einfach die wieder in die Spur bringen. Es gibt aber auch Menschen, die sich noch besser auskennen mit Fußball und die sagen, ein etwas direkteres Spiel nach vorne würde dem ersten FC Nürnberg vielleicht ganz tun. Aber das war ja eigentlich gerade das, was man in der Vorrunde dann teilweise gezeigt hat und wo wir ja alle so begeistert waren. Und weiß nicht warum, also ich habe auch keine Erklärung mehr dafür. Ich glaube, der Club ist halt einfach doomed. Es ist irgendwie... Man merkt ja diese Sorge an heute. Das ja. Endzeitstimmung. Das ist die letzte Folge dieses Podcasts. Die 209. Wir haben es jetzt erklärt und die finale Losung ist einfach, der Club ist doomed. Wir können uns alle inhaltlichen Diskussionen sparen. Take it or leave it oder der Club ist doomed. Das ist jetzt natürlich... Also, du hast jetzt ja gerade nochmal erklärt, warum man sozusagen zu Spielbeginn auf das bewährte System setzt und so weiter. Das ist ja richtig. Aber die Frage ist doch, wenn ich 2-1 führe, warum schaffe ich es dann? Also dann, klar, der Gegner wird dann offensiver, die haben sowieso gar nichts zu verlieren. Also die stehen ganz unten drin, die liegen zurück auswärts und dann wollen die halt das Unentschieden oder noch mehr. Und dann fangen die an, auch mal aktiver zu spielen. Alles ist klar, dann kriegst du vielleicht irgendwie 2 Chancen gegen dich oder was auch immer. Aber dann vermisse ich so oft diesen Punkt. Ich weiß, der ist bestimmt nicht so einfach. Das ist kein Knopf, wo man drauf drücken kann. Aber die Möglichkeit von außen und auf dem Platz, haben wir auch schon mal drüber geredet, vielleicht auch fehlende Lautsprecher oder was auch immer, mal Führungsfiguren, die mal sagen, alles klar, unser Torhüter hat uns jetzt gerade zweimal den Arsch gerettet, jetzt müssen wir in den Zweikämpfen präsenter sein, die müssen weiter weg von unserem Tor, von unserem Strafraum, wir müssen wieder selber irgendwie Chancen erarbeiten, was auch immer, warum? Aber auch das war ja in der Vorrunde mitunter da haben wir uns ja auch sehr oft drüber unterhalten, dass der Club jetzt plötzlich Rückstände aufholen kann, Widrigkeiten zur Seite schieben. Mhm. Ja, ich glaube, man neigt einfach immer... Jetzt führen wir leider oft. Ja. Man neigt dazu, manchmal irgendwie so Momentaufnahmen irgendwie vielleicht einfach über zu interpretieren. Dass man da immer gleich so eine ganze Schlussfolgerung... Also auch die jetzt wie oft haben wir schon, der Club jetzt die neue Defensivstärke, batsch. Oh, der Club jetzt nach vorn, aber naja, seit so und so spielen nicht mehr getroffen. Also das ist ja immer irgendwie... Man hängt sich dann immer auf an solchen kurzzeitigen Phänomenen und versucht dann da irgendwelche Schlussfolgerungen rauszuziehen und ein halbes Jahr später denkt man sich dann, naja, war doch nicht so. Ja, aber das gilt ja dann auch für die jetzige Analyse. Ja. Ja, okay. Der Club ist nicht doomed, weil ich habe die erste Halbzeit gestern in der Kickfabrik, wo ich eben vorher spielte und dann habe ich mir dort noch in diesem Bistro oder was auch immer das ist, es gibt übrigens auch noch andere schöne Indoor-Fußballhallen, um das noch zu sagen. Ich glaube, dass es keine einzige schöne Indoor-Fußballhalle gibt. Vielleicht so also, ja, es gibt auch noch andere hässliche Indoor-Fußballhallen. Also ich werde da nächsten Montag einen Kindergeburtstag verbringen in dieser Kickfabrik. Ja, da war eben auch einer gestern, wie so oft am Samstag und ich habe gespielt, dann schnell Dusche, dann schnell da runter und habe dann eben, bin da bei der 16. Minute eingestiegen und dann war da ein Kindergeburtstag am Tisch nebenan und die haben und da saßen Can Usun, Jens Kastel. Nee, aber haben tatsächlich, einer hat ein Usun-Trikot bereits und also die nächste Generation ist in den Startlöchern und sie sangen dann kurz vor der Halbzeitpause, als es dann 1-1 stand, sagen sie, die Legende lebt, ganz schief und schräg, alle zusammen im Chor, es war herrlich, also solange es diese Kindergeburtstage gibt, wird der Club niemals untergehen oder so. Mhm.
Bei der Gelegenheit muss ich jetzt gleich mal reingrätschen, bevor ich vergesse, weil es jetzt eigentlich thematisch so gut passt. Ich muss den Mika grüßen. Du darfst. Ich darf den Mika grüßen. Grüße. Ich möchte den Mika darf grüßen. Dürfen wir mitgrüßen? Ihr dürft mitgrüßen. Das ist okay. Nämlich ein Klassenkamerad von meiner kleinen Tochter, die jetzt im Skilager waren und haben da irgendwie festgestellt, dass sie sich beide sehr für Fußball interessieren, und da irgendwelche Fachgespräche geführt. Und irgendwann kam dann raus, dass der Papa irgendwie über einen Club schreibt. Meine Tochter wusste aber nicht so genau, für wen. Und dann hatte besagter Mika wohl gesagt, dass er öfter auch mal so einen Podcast anhört über, und er hat die Nelly gefragt, was das denn wäre. Und er hat gesagt, da unterhalten sich Leute irgendwie über Fußball und über den Club und über Cordon Bleu, was ich sehr schön zusammengefasst finde. Ja, perfekt. Besser kann man es eigentlich zusammenfassen. Und auf jeden Fall an dieser Stelle liebe Grüße von uns allen. Ja, sowas von. Absolut. Das heißt, auch für den Podcast gibt es eine Zukunft, solange es solche Menschen diesen Podcast hören. Absolut. Ja, ich sehe schon, wir haben ja, der Uli hat ein Thema aufgemacht, hat es eigentlich auch wieder geschlossen. Zwischendrin haben wir planlos durcheinander geredet. Ja. Und jetzt wissen wir nicht so wirklich weiter. Ja, doch, wir wissen weiter, weil ich habe wieder. Ja, aber können wir diese letzten 30 Minuten oder so, könnten wir die irgendwie zusammenfassen, was wir jetzt da erst aufgedeckt haben. Also in mir wird es halt. Und dann wieder beerdigt, weil wir in einem halben Jahr ganz anders drüber reden. Naja, also du hast ja im Prinzip zwei Sachen mindestens aufgemacht. Also erstens den aktuell fehlenden Konkurrenzkampf oder die fehlende Qualität, die dann vielleicht über die ersten 7, 8 Spieler hinausgeht. Und die zweite, ob das jetzt so geschickt war, im Winter dann manchen noch ziehen zu lassen. Also da haben wir jetzt noch keinen Haken oder noch keine. Das mit wenig, das ist natürlich Pech, da kann keiner was dafür, dass der sich dann gleich das Kreuzband reißt, aber du kannst den halt allerdings dann jetzt auch nicht mehr als Neuzugang aufführen, offiziell, weil der wird halt jetzt kein Spiel machen. Also, das ist auch ein bisschen. Also, ein doch nicht so geil zusammengestellter Kader, halten wir jetzt mal fest. Ja, Es kommt halt vieles zusammen, du hast Verletzungspech natürlich auch wieder, da kann auch keiner was dafür. Ja, vor ein paar Monaten haben wir noch gesagt, der Kader ist super. Letztlich muss man die Saison über die Gesamtheit betrachten und da ist jetzt Stand jetzt so, dass vielleicht wirklich einige in der Vorrunde. Dass der Kader mittelmäßig ist, aber letztes Jahr war er schlechter. Können wir uns das wenigstens, und jetzt muss man halt erkennen, dass Wie viele Punkte haben wir jetzt mehr als letztes Jahr um diese Zeit? Das sind nicht so wahnsinnig viele, ne? Jetzt da war nur die Tabellenkonstellation halt etwas unfreundlicher. Echt? Hm. Ja. Und das ist, was da unten so passiert ist, ist ja auch sehr unfreundlich. Also da mag man nicht in die Mühlen reingeraten. Nee, möchte man nicht. Und jetzt kommen halt dann auch noch richtige Gegner, ne? Also, sorry, Osnabrück. Ja, jetzt kommt erstmal also Wien. Nicht in der Clownstabelle. Na gut, Wien, naja. Ich könnte mal ein paar Sachen von X, ich habe mal ja gefragt, ob es noch Fragen gibt. Patrick fragt, wie sollen die restlichen notwendigen 12 Punkte zum Klassenerhalt in der realen Tabelle zustande kommen, wenn der Club weiterhin um Führung in der Clowns-Tabelle bemüht ist? Richtige Frage, ja. 22 Punkte waren es letztes Jahr, also 6 weniger. Ja. Das ist okay. Das ist ein Fortschritt, muss man ja trotzdem sagen. Und es hätten jetzt 8 mehr sein können, also. Also wo kommen die restlichen 12 Punkte her, die irgendwie kommen die schon. Can Usun, würde ich mal so beantworten. Was ist Can Usun regelt. Alvino fragt, was ist am Ende der Saison passiert, als man das letzte Mal unentschieden gegen Osnabrück gespielt hat? Naja, ein Trainerwechsel quasi. Ein halber. Wann hat man denn das letzte Mal unentschieden gegen Osnabrück gespielt? Am Ende der letzten Saison. Steht hier. Nee, am Ende der letzten Saison, als wir gegen Osnabrück. Ach so. Ja, als wir das letzte Mal. Mhm. Also da tippe ich dann mal auf Relegation. Das ist mir zu komplex. Aber ihr habt verstanden, was er. Ich habe es jetzt dann mit Anlauf habe ich dann verstanden, ja. Fadi recherchiert es mal. Ja. Dann Taffizon fragt, steigt der Club jetzt ab? Nein. Nein. Mhm. Can Usun möchte ich da wieder antworten. Das ist gut, das ist jetzt wie das Quiz in Pignitz ein bisschen. Darauf kommt noch Lukas zu sprechen, der Fadis
These stützt von dem Signal, das da ausgeht. Warum wechselt Fiello in der 88. Minute Hübner für Usun ein und lässt damit jeden Clubfan vor Entsetzen erschaudern? Dieser Wechsel steht sinnbildlich für die ganzen kalten und dunklen Momente der letzten Jahre in der zweiten Liga. Er steht für destruktiven Angsthasenfußball, wie er unter Jens Keller und Markus Weinzierl praktiziert wurde. Das habe ich vorhin gesagt, Weinzierl-Wechsel, waren meine Worte. Wir glaubten, diese Zeiten seien vorbei. Ja, wie gesagt, aus Sicht des Trainers, du stehst da außen, du siehst, dass deine Mannschaft rudert und du denkst irgendwie, jetzt stellst halt noch irgend so ein Kopfballmonster da hinten rein, der vielleicht dann dieses Ding noch zweimal von der Linie köpft. Ist jetzt aus fußballischer Sicht wahrscheinlich nicht vollkommen abstrus, aber ja, irgendwie so gefühlt, was für mich schon auch so im Stadion, und ich denke, ja, gebe ich ihm schon irgendwo recht. Mhm. Also es ist als Signal sicherlich nicht das Richtige. Mhm. Der Club ist mit 44 Punkten Elfter geworden, als er das letzte Mal unentschieden gegen Osnabrück gespielt hat, 2021. Club ohne Usun, ein Abstiegskandidat nächste Saison. Die Frage schieben wir mal noch nach hinten. Mhm. Da kommen wir heute eh nicht mehr dazu. Ja, eben, jetzt sind wir ja schon bei. Die Frauen müssen wir auch noch abhandeln. Ja, stimmt, jetzt müssen wir wieder ein bisschen Tempo reinbringen. Lukas schreibt darauf, aber in der Form der letzten zwei Spiele sind wir selbst mit Usun schon in dieser Rückrunde ein Abstiegskandidat. Mhm. Sind wir nicht, können wir damit beenden. Und dann, da kommen wir dann später noch drauf. Vielleicht. Vielleicht. Es geht ja gar nicht darum, ob du jetzt, ich glaube auch nicht, dass der Club absteigt, aber es geht ja auch darum, dass man in der Saison sich stabilisieren wollte und auch so ein bisschen. Im Moment ist man ja noch stabil. Das heißt, ja, bin im ich Moment. Hier eigentlich im der, Moment. Der ja, Verein ganz verteidigen. Neue Rolle. Aber wenn es halt so weitergeht jetzt, dann bist du halt in ein paar Wochen, bist du halt dann irgendwie, keine Ahnung, 13., 14. und dann schaut es halt alles auch nicht mehr so geil aus. Kommt immer noch ein bisschen was vom Krapfen, ja, Uli. Ja, du brauchst ja, wieder halt. Zucker. Ja. Bisschen Liebe zum Leben. Ja, also Uli sieht es alles skeptisch, was den ersten FC Nürnberg betrifft. Ich bleib gelassen. Zumal ich in letzter Zeit viele Artikel geschrieben habe, die immer darauf basierten, dass man mal cool bleiben soll. Also bei Jens Castrop ist es einfach der Frisurenwechsel, oder? Seitdem er da sich die Haare abgeschnitten hat, ist es irgendwie nicht mehr der alte Jens Castrop. Ja. Gute Analyse. Ja. Nutze. Ja. Okay, dann beenden wir das jetzt ergebnislos. Was? Nee, wir müssen jetzt noch stundenlang über den Club reden. Ja, aber ich meine, natürlich müssen wir aber diesen Themenkomplex jetzt, ist die Mannschaft zu schlecht oder bloß in einer Krise, in einer kleinen? Also das Einzige, was ich dazu sage, ist aus meiner Sicht, dass man jetzt nicht anfangen muss, über den Trainer zu diskutieren. Weil das teilweise das ist, glaube ich, ganz gut, dass du das noch dazu sagst. Weil das auch schon so aufploppt teilweise in manchen Kommentaren, finde ich überhaupt nicht. Ja. Also das ergibt jetzt auch wirklich keinen Sinn. Vielen Dank. Ja? Könnte man so 10 Cent in so eine Kasse einwerfen, ja, wenn es einer richtig macht. Das stimmt. Du hast doch mal beim anderen Podcast so eine Kasse eingeführt. Was ist aus der eigentlich? Die Phrasenkasse. Ja. Mal den Kollegen Fischer fragen, Geld warum er die nicht weitergeführt hat oder ob er seinen letzten Urlaub damit führt. Grüße an den Futter Flachpass und Chris und Michael. Genau, Chris stellt auch Fragen bei X. Nämlich, was ist denn da jetzt los? Abstieg oder nicht? Richtiger oder falscher Trainer? Haben wir gerade beantwortet. Aha. Kann Hacking Erfolg? Warum bekommt Can Usun dauernd Tore geschenkt? Ja. Er meinte nämlich gestern, dass die Osnabrücker Defensive vor dem 1:0 den Weg freigemacht haben, wie ja. Dingsbums. Wie Moses das Meer geteilt hat, meinst du. Ja, das war schon lustig, wie sie alle in Demut. Ja, der kann eh nicht schießen, den können wir laufen lassen. Entschuldigung, einmal pro Folge huste ich jetzt. Ja, das ist nur der Test, der Soundtest quasi. Haben wir dieses Kadett-Bingo eigentlich noch? Ja. Kann Hacking Erfolg, war eine Frage. Ja. Als Trainer ja. Als Sportvorstand, schauen. Wobei er ja auch schon eine, sagen wir mal, erfolgreiche Saison begleitet hat. Die mit Robert Klaus? Mhm. Ja, eine von. Ist halt die Frage, wie man Erfolg definiert. Also ist das jetzt dann der Ausstieg in der zweiten Liga oder ist das eine sorgenfreie Saison, wie diese es war? Nein, das ist, also so tief müssen wir jetzt nicht singen. Das Erfolg ist schon immer noch der Aufstieg und alles andere ist dann okay und sowas, aber. Oder halt nicht okay.
Also gut, der Fadi sagt, der Club braucht eine langfristige Strategie. Den Block, den Block hört sich jetzt mal ab. Der Trainer kann weitermachen. Und ja, wir hoffen darauf, dass ein paar Verletzte bald zurückkommen, um den Konkurrenzkampf zu befeuern. Und dann wird es schon wieder. Oder? So habe ich doch den Uli auch vorhin verstanden. Uli, kann man das so oder ja, willst du? Ja. Wir stimmen einfach wieder ab. Ja. Wird es wieder? Ich bin dafür. Ich auch. Ja, dafür ist ja kein Wunschkonzert. Ich bin auch dafür, aber... Nee, also sind wir der Meinung, dass es wieder bergauf geht. Das ist jetzt ein wenig für unsere Verhältnisse billiges Ende aus diesem, in diesem Text. Mhm. Aber ich bin auch dafür, weil wir noch über... Fanproteste sprechen müssen. Auch noch. Max-Morlock-Stadion. Es gab die obligatorischen Tennisbälle. Es gab aber auch großflächige Plakate gegen Blackstone und CVC. Die beiden letzten wohl verbliebenen Kandidaten im Rennen um den Investoreneinstieg bei der DFL. Fand Nils Rosso jetzt nicht so besonders cool. Die Plakate hingen diesmal auch nicht im Nürnberger Fanblock in der Nordkurve, sondern sie hingen quer über die Gegengerade verteilt, irgendwann auch mal in der Südkurve. Zumindest die auf der Gegengerade wurden nach relativ kurzer Zeit von den OrdnerInnen wieder entfernt. Ja, und Nils Rosso meinte, ging diesmal ein bisschen zu weit. Meinungen hierzu? Warum schaut mich keiner mehr an? Weil eigene Sponsoren verdeckt wurden von diesen Transparenten. Ja, gut, das mag man natürlich nicht. Ja. Schwieriges Thema. Spielunterbrechung gab es auch wieder. Ja, also ich muss gestehen, dass es mich. Ja, wie soll ich jetzt sagen? Du wolltest sagen, dass diese Proteste Folklore sind. Ist doch die sollen halt wählen gehen. Ich schreibe dir genau. Die sollen halt. Ah, sehr schön. Gut. Jetzt, ja, bei der nächsten Landtagswahl kommt es darauf an, dass das Blackstone nicht. Darf man nicht bei der DFA sein Kreuzchen machen, ja, genau. Wenn man das nicht will. Ja. Warte, ich schreib dir einen offenen Brief, da kannst du dich nächste Woche. Nein, ich bin da wegen zwiegespalten. Also ich sehe. Einerseits schon die Proteste, die Notwendigkeit und bin ich voll dabei. Mhm. Ich sehe auch das Bauchweh, das der Verein damit hat, der sich gegen diesen Investoreneinstieg ausgesprochen hat, aber letztlich halt trotzdem dann bezahlen muss, die Strafen. Das ist zum Beispiel auch was ich diskutieren würde, weil das ja auch ein Argument der Vereine ist, dass sie jetzt dann da immer teuer für die Proteste bezahlen müssen. Da würde ich in dem Fall tatsächlich mal wo sich die Proteste jetzt wirklich nur gegen die DFL und diese Schwachsinnsentscheidung richten, mal zur DFL gehen als versammelte Gruppe, was dann ja wiederum die DFL wäre irgendwie, um sich selbst zu sagen, dass bei diesen Fällen jetzt mal keine Strafen ausgesprochen werden, weil... Da könnte man doch auch eine Mehrheitsentscheidung treffen und sagen. Das ermuntert ja dann aber alle nur komplette Spiele zu sabotieren. Ja, aber das machen sie ja eh. Also im Moment. Und irgendwie müssen sie protestieren. Aber ich habe dich unterbrochen, Uli, entschuldige. Dass ich am Samstag auch so, als dann wieder die Tennisbälle flogen, muss ich gestehen, dass ich so ein bisschen innerlich genervt reagiere inzwischen drauf. Glaube ich, geht vielen so. Mm-mm. Aber ist deswegen das sage ich, das ist wirklich diese Gratwanderung. Ich sehe es ein, dass ich finde die Proteste auch wichtig und ich finde auch gut, dass man da ein Signal sendet. Über die Art und Weise kann man wieder streiten. Ja, aber welche anderen Art und Weisen gibt es denn? Und ist das ein Argument, dass irgendjemand von einem Protest genervt ist? Dann dürften wir viele Proteste, das ist ja gerade der Sinn eines Protests, dass ihn irgendjemand bemerkt. Das muss nerven. Mich hat bei den Tennisbällen vor allem gewundert, oder mir ist diesmal das erste Mal aufgefallen, in der Nordkurve werden die ja eher so vom Übergang gegengerade geworfen, wo die Distanz zum Platz, glaube ich, einfach nicht so groß ist wie direkt in der Nordkurve. Mich hat erstaunt, wie weit die Osnabrücker Fans, die ja auch, die dann richtig in der Südkurve, die mussten ja diese ganze Tatanbahn Dingsbums vom Marathontor aus praktisch überbrücken. Also erstaunlich viele Bälle sind da bis auf den Platz geflogen. Vielleicht wird es irgendwann noch olympisch. Tennisball. Ja. Nein, ich habe einen Ordner gesehen, der teilweise die Volley aus der Luft genommen und zurückgeschossen hat. Das fand ich eigentlich sehr, den hätte ich gerade auf dem Platz gesehen, muss ich sagen. Ja. Neuer Linksaußen für den Club. Da hätten wir wieder wegen Konkurrenzkampf. Ordner aus der Südkurve. Ja, ich bin da irgendwo dazwischen. Mir geht es schon auch so, dass es natürlich, es nutzt sich halt irgendwie ab.
Also irgendwann ist das, was es eigentlich soll, mich zu quasi zu nerven und irgendwie den Fokus auf irgendwas zu lenken, dass man dann irgendwann halt abwinkt und sich denkt, ja, wieder Tennisbälle. Also vielleicht müsste man darüber überlegen. Ja, welche Alternativen gibt's? Ja, genau, welche Alternativen gibt's? Was müsste man dann vielleicht mal machen? Aber es ist völlig klar, wenn man da weiterhin einfach massiv sich positionieren und zeigen will, dann helfen da jetzt nicht Plakate oder irgendwas, sondern dann muss man. Aber helfen halt die Tennisbälle? Ich weiß gar nicht, weiß beim modernen Fußball überhaupt nicht mehr, was da noch hilft. Ja. Also ganz ehrlich. Das ist wahrscheinlich die schlimmste Erkenntnis, dass einfach nichts mehr hilft gegen den modernen Fußball. Ja, die Maschine ist so groß geworden. Ja. Jedes Mal, wenn ich darauf angesprochen werde, im Privaten auf Fußball und die Liebe, die immer noch viele haben, um mal wieder Dieter Hecking hier mit reinzuholen. Warum Dieter Hecking? Naja, mit seinem Plädoyer dafür, dass wir die Schönheit des Spiels quasi feiert und ein bisschen mal die anderen Sachen ausblendet. Mhm. Da sprechen mich ja immer viele Leute darauf an, die es halt einfach weiterhin lieben, sei es Champions League, sei es was auch immer, zu gucken. Ja. Mich auch oft fragen, ob ich irgendwas gesehen habe und ich dann immer sage, nee, also das hat verschiedenste Gründe. Musst jetzt, aber Zweitliga-Basketball anschauen. Ja, das hat die haben jetzt schon wieder gewonnen. Das ist doch noch eine Playoff-Mannschaft, die Nürnberg fährt. Nein. Warum jetzt? Fieseln sie Frankfurt weg am Mittwoch? Ja. 18.30 Uhr in der Kia Metropol Arena. 19 Uhr. 19 Uhr? Mhm. Ja. Ja, wenn man um 18.30 Uhr schon da ist, ist ja noch besser, kann man noch ein bisschen. Welchen Tag hast du gesagt? Weil wir haben es in Mittwoch. Der Zeitung. Ja, da in der Zeitung steht nämlich Dienstag. Ah, okay. Wer hat das da reingeschrieben? Egal. Ja. Ich nette, aber okay. Egal. ja, also was war mein Punkt? Dass viele Menschen diesen Sport immer noch lieben. Ja. Ich kann ihn schon auch immer mal wieder lieben, aber eher, wenn ich mich auf so bestimmte Sachen fokussiere und das große Ganze, kann ich einfach nur noch. Wollte noch mal kurz zuvor anschließen. Jetzt kommt nochmal ein Spieler. Ein Spieler weil du vergessen. Sagst, ein Protest muss ja nerven irgendwo. Aber du läufst halt Gefahr, dass du halt dann den Rückhalt immer mehr verlierst. Also, ohne, vielleicht ist ein großer Vergleich, wenn man es mit den Klimaklebern nimmt. Das Anliegen ist ja okay. Die Art und Weise war okay, dann halt ist inzwischen eine nette Einschätzung, dass wir die Welt retten. Ja, nein, ist ganz okay. Du kennst ja meine Meinung. Ja. Aber die Art und Weise war halt dann so, dass du immer mehr Leute eigentlich damit gegen dich aufbringst. Und das sehe ich schon hier auch irgendwo die Gefahr. Ich weiß nicht. Na, die hören jetzt auf. Ja, aber mit wem? Die haben halt Idioten gegen sich aufgebracht. War so mein Eindruck. Aber gut, ja. Lass mal das politisieren. Viel Spaß. Aber ich glaube schon, dass du halt langsam dann auch mit den Tennisbällen, und es geht ja nicht nur mir so, dass halt dann viele sagen, jetzt haben wir die fünfte Unterbrechung. Und die Frage ist halt, also erstens, was kriegt man quasi alle, die ins Stadion gehen oder sich dafür interessieren, kriegt man die überhaupt irgendwie mit? Oder ist es wirklich halt immer nur diese Themen, die vor allem die organisierte Fanszene hat? Wahrscheinlich. Und sollte man mehr Leute mitkriegen können, dann ist natürlich die Frage, muss man sich dann andere Optionen einfallen lassen? Also muss man dann einfach gucken, muss ich vorm Stadion stehen mit Infoständen und sagen, hey, das ist wichtig, dass wir dagegen sind. Was machen wir dann fast für nächste Aktionen, was weiß ich? Vielleicht bleiben irgendwann die Stadien komplett leer, dann geht es richtig auf Kosten der Clubs oder sowas. Ich glaube auch, dass am Samstag ein nicht geringer Prozentsatz der Zuschauer nicht wusste, was CVC ist, was da auf diesem Platz zum Beispiel aufgetaucht, was der Kollege Lars dankenswerterweise erläutert hat jetzt in einem Text auf nn.de und in Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung. Aber ich glaube schon, dass viele mit der Thematik gar nicht so vertraut sind. Und da fände ich es vielleicht schon wirklich gut, wenn man da wegen mehr Aufklärungsarbeit leistet. Ja, also ich fände es auch schöner, wenn einfach mehr Leute mitgenommen würden. Aber es werden ja Flyer verteilt und sonstiges, also in denen das erklärt ist. Und man kann sich auch irgendwie mal ein bisschen selbst informieren. Und es, richtig. Und es gibt halt auch einfach einen großen Teil, dem es wahrscheinlich auch wieder einfach wurscht ist. Ne? Also da muss man sich jetzt auch nichts vormachen. Gut, wir bleiben dran an diesem Thema. An diesem Investorendeal. Ja. Lehnen die nach wie vor ab, ich zumindest. Ich kann ja nicht für alle Mehrheitsentscheidungen stellen. Ja, oder? Ja, alle. Bin ich bei dir. Oder, Uli? Du lehnst den Investorendeal gar nicht so sehr ab. Doch, auch, okay. Gut. Also klar ist 3-0. Klar ist 3-0. Genauso wie den Klimawandel. Ja. Den lehne ich auch ab. Ja. Wo man jetzt diskutieren könnte, ob der Mensch. Wir haben vorhin übrigens vergessen, über einen Torhüter zu reden. Das wollten wir doch auch machen. Kai Klaus, stimmt. Ja. Wir haben letzte Woche hier behauptet, wenn er gegen Osnabrück im Tor steht, dann ist es
fest für die Saison? Würde ich jetzt aber auch so sehen. Würdest also du auch so es gibt sehen? Keinen Grund, irgendwie jetzt dann den Torwart zu wechseln. Sehe ich auch immer noch du so. Christian Fierger. Du wolltest eben bei irgendeiner Szene oder bei einem Tor, wolltest du eben noch was sagen? Das 2-2 fand ich jetzt nicht so überragend. Also wenn das überragend hält, dann kommt der Nachschuss nicht zustande. Aber da ist jetzt, das ist jetzt kein Ding, wo ich streiten würde, sondern fand ihn auch gestern wieder gut. Ich fand ihn, glaube ich, erstaunlicherweise auch bei so Flanken und hohen Hereingaben. Ja. Einigermaßen souverän. Also ein, zweimal, das ist zwar Ball so. Hat einmal bei einem Schuss hat er mal den Ball prallen lassen, hat ihn dann aber im Nachfassen gehabt. Genau. Das war so der einzige, wenn man das Wackler nennen will. Ich meine, er hat ihn ja dann gehabt. Also insofern, war das. Ich habe Christian Fjell nach dem Spiel gefragt, ob das jetzt weitergeht, die Torwart-Diskussion. Dann sagte er, naja, ihr werdet sie schon noch führen. Dann schmunzelten alle. Aber er wollte sie nicht beenden. Aber er hat das mal schon vor dem Spiel sich erklärt, dass Klaus spielen wird, ne? Ja. In der PK. Ja, wo ihn wieder mal niemand eine politische Frage gestellt hat. Aber ja, also ich sage Kai Klaus. Ja. Nur, was ist dann mit Christian Matenja und Kai Klaus? Vertrag läuft doch eigentlich aus im Sommer. Ja. Und Christian Matenja hat wiederum noch bis 2040 also, oder so ungefähr, genau. Glaube ich, Vertrag. Ja. Eieiei, nächste Baustelle. Nächste Baustelle? Du starrst weiter auf dein Handy? Ja, ich schaue, was noch so reinkommt von unseren HörerInnen. Mhm. Grüße. Und den. An alle. Ich habe eine WhatsApp bekommen, 3 sogar. Meine Frau. Frage an Herrn. Dickmeier haben wir geschrieben. Frage an Herrn Keplava. Ja, das finde ich gut. Danke für diese Namensverunglimpfungen. Schreibt der Gostenhofer. Heißen die von ihm betitelten Clowns-Mannschaften so, weil sie bei uns immer Punkte klauen? Mhm. Also gut. Clowns-Mannschaften. Ja. Aha. Gefällt mir. Grüße an den Bürgermeister von Gostenhof. Ja. Auch irgendwas Lustiges mit Dieter Hecking und der Antifa gebastelt hat. Aber die Frauen. Die Frauen haben ein politisches Statement gesetzt. Wer will es erklären? Ja, das ist immer super, wenn man dann so Social Media erklärt. Ne, aber ist das jetzt schon politisch? Ist es nicht einfach menschlich? Ja. Das stimmt auch wieder. Ja. Ja. Jerome Boateng wurde bei seinem neuen Verein vorgestellt. Salernitana. Mhm. Mit einer Drohnenfahrt. Das habe ich mir tatsächlich gar nicht angeschaut. Kann man das so nennen? Also spektakulär inszeniert. Mhm. Und bekam ein paar Likes, aber die Replik der Clubfrauen darauf war ein paar mehr. Sie haben gepostet. Die Clubfrauen haben einen Schwarz-Weiß-Bild gepostet von ihr. Ja. Die, ja. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, wie ich das jetzt. Wie man es jetzt genau richtig formuliert, ohne den Justiziabel. Nicht mehr lebt. Ja, den nicht mehr lebt. Und aus, mal mit ihm liiert war. Ja, und ein gewisser Zusammenhang vielleicht dazwischen besteht. Ja. Um es mal. Und das hat für einigermaßen Aufsehen gesorgt, dieser Tweet der Clubfrauen und ihres Pressesprechers Max. Grüße. Generell das Social-Media-Game der Clubfußballerinnen sehr gut. Ja. Vielleicht könnten wir den mal abwerben für uns. Vielleicht ist er ja schon. Naja. Grüße. Außerdem sind wir mit unserem Social-Media-Team sehr zufrieden. Absolut, wenn's, Lukas. Wenn es mal arbeitet. Grüße an Elia und Lukas. unsere Insta-Gamer und Gagschreiber. Ja. Ja, sportlich, die Clubfußballerin. 0-4 beim SV Werder Bremen. Mhm. Es war ein gutes Nürnberger Spiel, so viel ich gesehen habe. Ich habe es mir auf der Pressetribüne im Max-Morlock-Stadion so ein bisschen nebenher angeguckt. Messen wir da jetzt wieder mit zweierlei Maß. Ein 0-4 der Frauen wird jetzt als ganz gutes Spiel. Naja, Moment. Sie haben ja bis zur 60. Minute ungefähr, haben sie gut mitgehalten gegen eine Mannschaft, gegen die sie in der Vorrunde beim ersten Saisonspiel eine ordentliche Klatsche bekommen haben. Und dann gab es Elfmeter für Werder Bremen. Und es war kein Elfmeter, weil Laura Schmidt den Ball einfach nur ins Gesicht, an den Kopf geschossen bekommen hat. Aber
Nadine Westerhoff, die Schiedsrichterin, die Uli noch gut kennt aus dem Spiel in Leipzig, als sie den Club Frauen einen sehr offensichtlichen Handelfmeter verweigerte, gab Elfmeter 1-0. Und dann, muss man sagen, ging es dahin und im 10-Minuten-Takt war dann die 0-4-Niederlage zustande gekommen. Aber diese Frau Westerhoff scheint kein Freund des ersten FC Nürnberg oder der Schiedsrichterei zu sein, weil da verlässt sie offenbar wiederholt und regelmäßig das Gebiet ihrer Expertise. Ja. Wird der Club jetzt so einen Uli Hoeneß-Move machen? Die darf nie wieder ein Spiel von uns leiten. Wer weiß. Ein offener Brief in eigener Sache ist schnell mal geschrieben bei diesem Verein, wie wir neuerdings. Naja, so schnell war das eigentlich gar nicht. Eine Woche Verspätung. Naja, wir wissen nicht, wie schnell er geschrieben war, wann er halt unterschrieben wurde. Ja, genau. Ja, also 0-4. Aber da passiert ja nichts mehr. Das Klassenerhalt ist ja. Der Klassenverbleib ist eigentlich sicher, ja, trotzdem. Ja, also, okay. Das. Ja, da war jetzt wieder eine sehr kurze Abhandlung der Fußballerinnen, aber da wir schon bei 1,20 jetzt stehen. Und wir noch ein paar Sachen haben. Und auch nicht so viel Ahnung. Wir haben immer noch Sachen. Ja, wir haben natürlich ganz. Wo ist denn diese Schiedsrichterin her eigentlich? Aus Leipzig? Nein. Nee, keine Ahnung. Ich gucke es mal. Auf jeden Fall ist sie tätowiert, deshalb habe ich sie wiedererkannt. Okay, während der Fadi googelt und wir uns... Sie ist eine Reiseverkehrsfrau. Unaufhaltsam dem Höhepunkt. Und wurde geboren in Castrop-Rauxel. Kommt da nicht auch Dieter Hecking her? Ja. 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 Wenn sie... Naja. Lebt aber in Bochum. Mhm. Verheiratet mit einem Fußballtrainer Sebastian Westerhoff. Na gut. Wollen wir das noch vertiefen, oder? Nö. Nö. Wir müssen noch über die Zukunft kurz reden. Über die Zukunft. Ja. Erstens wurde ja vorhin schon bei Twitter, habe ich ja vorgelesen, die Frage gestellt, Club ohne Usun, ein Abstiegskandidat nächste Saison. Wir hatten heute auch schon mal so, wo wäre der Club in der Saison ohne Usun? Nächste Saison wird er zu 110% Wahrscheinlichkeit ohne Can Usun auskommen müssen, weil er verkauft wird. Für mutmaßlich viel Geld. Manu schreibt noch bei X, wie lange kann der Club hacken? Bist du immer noch bei Twitter? Ich bin immer noch bei Twitter. Obwohl die so Kampagnen zur Beeinflussung, okay. Ja. Solange ich da meine eigenen Kampagnen fahren kann. Ich habe sehr viele Einladungscodes für Blue Sky inzwischen gesammelt, also okay. Kannst du mal anbieten auf Twitter. Ja, wenn auch rüberkommen will, ja. Ins Wohlfühlparadies, die Wohlfühl-WhatsApp-Gruppe der Social-Media-Veranstaltungen. Manu fragt, wie lange kann der Club Hacking noch aushalten, und dann gab es da noch so eine Grafik, die gepostet wurde, die ich leider jetzt nicht mehr recherchieren konnte. Ich weiß auch nicht, ob sie von transfermarkt.de kommt. Da wurden die Zweitligisten, die Vereine aufgelistet, wie viel Geld sie so ausgegeben haben in den letzten Jahren. Mhm. Und da war dann im Prinzip das Ergebnis, dass, wenn man jetzt mal von den zwei Aussteigern in die Bundesliga absieht, dass eigentlich nur der HSV, die Hertha, St. Pauli und Düsseldorf mehr Geld ausgegeben haben als der Club. In welchem Zeitraum nochmal? Im Dieter Hecking-Zeitraum. Ja. Hätte ich nicht diese Statistik recherchieren müssen eigentlich? Und, was ist los mit mir? Hat mich aus der Bahn geworfen. Auch Grüße an Manu, der offensichtlich eine kleine Kampagne bei führt gegen den Sportvorstand. Aber trotzdem ja interessant, vielleicht mal so, und der halt dazu sagt, naja, okay, also alle Mannschaften, die halt noch vor dem Club liegen, die sind halt auch wer. Also die sind entweder aufgestiegen jetzt, oder sie stehen aktuell in den Top 3, 4, 5 der zweiten Liga. Und der Club, naja. In den Top 12. Ja. Also, wofür erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass im Sommer das Usun-Geld gewinnbringend wie reinvestiert wird? Das ist die nächste Frage, weil Wolfgang Lars hat ja vergangene Woche einen Artikel
geschrieben, den man auch auf nn.de schreibt nachlesen viele kann. Artikel, dieser Lars. Ja, wer ist denn dieser Lars? Ja. Welche die Lars? Und da klang es doch so ein bisschen durch, ja, man kriegt wahnsinnig viel Geld für Brown, vor allem für Usundan und vielleicht für wen auch immer noch. Und hat durch Mats Möller-Daly und so weiter auch schon Geld eingenommen. Nur, dass vielleicht doch sehr viel Geld in den Schuldenabbau gesteckt werden muss, klang so ein bisschen durch. Mhm. Und dann ist ja die Frage, wenn wir uns gerade alle gegenseitig hypen, wie viel Kohle da für Can Usun im Sommer kommt, ist dann die Frage, wie viel Qualität kann Dieter Hecking oder wer auch immer dann eigentlich dafür wieder neu organisieren? Und wo steht der Club dann kommende Saison, wenn Usun weg ist und nicht adäquat? Ich finde, das ist heute eine Frage von Uli. Bin ich auch schon ein bisschen neugierig. Denn, ja. Was da? Ja, du wirst, wo werden wir in drei Minuten sein? Du wirst auf jeden Fall einen größeren Umbruch haben nächstes Jahr. Das ist einmal klar. Also weil doch einige Verträge auslaufen, die nicht verlängert werden, weil du einige Spiele verkaufen wirst. Also ich glaube schon, dass das was Größeres wird. Und das wird halt jetzt so, welches Wort darf ich denn jetzt für nicht verwenden? Oh je. Sollte ich schnell bei der Rechtsabteilung, aber die wird heute... Das mit der Nagelprobe habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, wo wir dann alle überlegt haben, wo eigentlich dieses Wort Nagelprobe herkommt. Ja, ich hatte es sogar gegoogelt und schon wieder vergessen, zum Glück. Also das wird halt jetzt die Frage, inwieweit das Geld, das sicherlich reinkommen wird, was sie davon ausgeben dürfen für Neuzugänge. Aber sie dürfen ja ein bisschen was ausgeben. Ja, sie also müssen ja ein bisschen was, also können ja mit 8 Mann antreten nächstes Jahr. Ja. Also, und dann müssen wir doch dieses super NLZ, damit könnte man das doch auffüllen. Und von unten kommt ja momentan jetzt... gefühlt nicht mehr ganz so viel nach. Ne? Ja. Also, ja, Jeltsch natürlich, aber ansonsten, Herr Jeltsch? Nein, der ist noch kein Herr. Nicht? No. Na, also. Der ist ja nicht einmal noch volljährig, der muss ich jetzt nicht Herr sagen. Naja. Aber das wird schon die Frage, wie weit du das Geld dann einfach sinnvoll investierst. Da bin ich auch sehr neugierig. Ja, aber das ist ja nicht die Frage, sondern die Frage, traut man es denen, die es investieren sollen, zu? Und da würden mich jetzt mal eure Meinungen interessieren. Das ist ja schön. Wir enden mit dieser großen Frage. Sollen Olaf Rebbe und Dieter Hecking auch den Jahrgang 2024, 2025 beim 1. FC Nürnberg planen? Stimmen Sie jetzt ab. Wer könnte Sie davon abhalten? Der Aufsichtsrat des 1. FC Nürnberg. Aber da ist ja jetzt angeblich Raphael Schäfer. Ja, aber ich frage ja euch als die Menschen, als die ihr vor mir sitzt. Ja. Okay. Das fliegt uns doch wieder um die Ohren. Alles klar. Wollen wir das so stehen lassen und zum Garch kommen? Nein, es ist ja, wie gesagt, die Frage stellt sich ja nicht. Also, ich glaube jetzt nicht, dass die beiden Herren... Ja, wir entscheiden sie ja sowieso nicht. Das wirst du noch sehen, wie sich die Frage noch stellt im weiteren Saisonverlauf, wenn es so weitergeht wie den letzten 7 Wärt Spielen. Ihr der Aufsichtsrat eines Fußballvereins? Würdet ihr dann nach den Erfahrungen... Ihr gebt mir da keine Antwort drauf heute, ne? Es sind ja definitiv... sind hier. Würde mich in dem Podcast tatsächlich nicht wundern, dass der Verlag noch eine kleine Heimzusatz oder die Kantine was auslagert hier. Ja. Damit das Ganze jetzt auch Bio aus dem Verlag. Grüße. Also man kann ja jetzt mal die ganzen Entscheidungen anschaut, sind da ja sicher einige gute dabei, die man, also die da getätigt wurden und es wurden. Welche? Geht jetzt nicht um die Saison, also wenn ich jetzt die ganzen Jahre hernehme, wer so geholt wurde. Aber Robert Klaus war eine gute Entscheidung. Ja, tatsächlich, doch, ja, finde ich. Und ja, finde ich auch. Christian Fjell finde ich auch noch eine gute Entscheidung. Ja. Und natürlich muss man immer bedenken, dass ja auch Dieter Hecking schon in dieser ganzen Zeit diesen großen Umbruch moderieren muss und finanziell, auch wenn wir gerade gesagt haben, er hat schon relativ viel noch ausgegeben. Ja, eben, das widerspricht dem ja dann wieder, aber trotzdem, dass man immer sagt, man ist die arme Kirchenmaus, um auch diesen... Ja, ja. Ich habe keine Ahnung. Ja, alles klar. Uli, du noch was, sonst machen wir einen Gerch. Machen wir einen Gerch. Letzte Woche war... Wir müssen noch Gastro
Wir haben letztes Mal aufgeworfen, wo Essen bestellen. Es war noch absurde dabei. Irgendjemand hat Pizza Americana an der Südkaserne empfohlen. Du, warst du das, Uli? Oder? Nee, das so aber habe ich auch schon öfter geholt. Ja, ich auch, aber ich kenne das eher so Trinksnack. Also Andi hat uns die Pizza Cappuccino Ecke Rollnerstraße, Kilianstraße empfohlen oder die Pizzeria La Vita Heerwagenstraße, Schoppershof. Das war zum Thema Pizza und wir sprachen ja auch über Sushi. Und es wurde auch eine in Herzogenaurach empfohlen, da weiß ich jetzt aber nicht mehr von wem und wo. Oh, das habe ich leider nicht gesehen. Ja, das müsste auf. Ich schau mal. Sushi hat Andi auch noch empfohlen, nämlich Xing Sushi, früher in Schoppershof, jetzt am Nordring. Also könnt ihr euch notieren, falls ihr das mal testen wollt. Nö. Du noch, Uli, hast du noch zum Pizza? Weil du warst ja letzte Woche ich war nicht da. Nee. Hast du noch einen Tipp? Pizza. Bist du irgendwo so richtig glücklich? Michael hat uns ja noch geschrieben. Trattoria Cardelli in Herzogenaurach. Okay, das sind jetzt natürlich alles unüberprüfte Tipps. Also ja, beschwert euch wie immer bei Cardep. Ja, ich bin ja großer Fan von diesen Kettenpizzerien, ne? Wo ich halt auch mal ein wenig kreativ sind bei der Belegung ihrer Teigfladen. Aber ich hole schon auch gerne beim Valentini mal eine Pizza. Mhm. Der liefert halt nicht, da muss man immer schnell hinfahren. Mhm. Okay. Alles klar. Haben wir es dann jetzt, oder? Ich glaube ja. Ich schaue nochmal bei X. Und dann kannst du den gleich auflösen. Ari Hahn war es letzte Woche. Was unter anderem Horst zur Frage gebracht hat, ob das denn überhaupt erlaubt war. Ja, ich fand nicht währenddessen. Ja. Sagt mir auch so, warum jetzt plötzlich auch Trainer? Ich finde, der Gleich darf jeder, der irgendwie mal beim 1. FC Nürnberg irgendwas vermasselt hat, sein. Oder, Uli? Was würdet du? Ich würde in der Hinsicht wirklich auf dem Uli als Instanz, was so Formalitäten betrifft, finde ich, bist du verantwortlich. Ich überlege gerade, dass ich kürzlich Ari Hahn irgendwie im Fernsehen gesehen habe, wo er auf einer Terrasse saß, neben einem Swimmingpool, gut gealtert und über irgendwas philosophiert habe. Und ich komme nicht mehr drauf, was ich da angeschaut habe. Lineares Fernsehen oder na, das Streaming? Das war irgendwas Gestreamtes. Was habe ich denn da angeschaut? Ich weiß es nicht mehr. Aber nur bei Ari Hahn. Ja. Dachte, ja. Also ist es lustig. Jetzt erlaubt? Ja, es ist erlaubt. Es ist erlaubt. Weil irgendwann gehen uns ja die Spieler aus. Also ich habe eh die Befürchtung, dass wir. Naja, ich weiß nicht. Wir sind bei jetzt dem bei heutigen auch nicht so sicher, ob wir den nicht schon hatten. 209 Grüße an Andi, unseren Gerich-Archivar, der das auch weiterhin macht. Wir lesen bloß diese Listen nicht mit. Doch, ich habe sie daheim sogar heute mal angeschaut, aber die ist halt sehr unvollständig. Das stimmt, ja, was aber nicht am Andi liegt, sondern daran, dass wir manchmal vergessen haben, einen aufzulösen. Ja, also Ari Hahn war's. Und jetzt Uli mit dem nächsten. Der ist leicht. 1,30 haben wir jetzt schon. Also, also seid ihr bereit? Mhm. Aber für Martin ist das super, der hat ja geschrieben, 50 Minuten Arbeitsweg, dann kann er ja hin und zurück. Ja, aber er unterbricht ihn. Ja, gern. Ja, das gut, aber da wird er bei uns nicht mehr, glaube ich. Da kriegt er uns nicht mehr, meinst du? Nee. Unter 50. Kriegt jetzt Nachrichten. 1000, ist, glaube ich, mein Handy wieder eingeschaltet. Okay. Also, nach zwei Profistationen in seinem Heimatland wechselte Gerich in die Bundesliga, wo er auf Anhieb Vizemeister wurde, schon nach knapp 1,5 Jahren aber weiter zu einem italienischen Topverein zog. Obwohl der Linksfuß, der zwar gelernter Außenstürmer war, aber meist im Mittelfeld und in der Abwehr eingesetzt wurde, dort als Stammspieler galt, wurde er nach einem Fehler im letzten Saisonspiel, der den Verein die Meisterschaft kosten sollte, zum Buhmann der Fans. Gerch flüchtete zu einem Ligakonkurrenten in eine Stadt, die für ihren Käse und Schinken berühmt ist, konnte sich dort aber nicht durchsetzen und ließ sich schließlich nach England ausleihen. Zu einem Verein, der einst auch Clubprofi Nils-Erik Johansson verpflichtet hatte. Blackburn dort, Rovers, ne? Dort lief es zunächst besser, ehe ihn eine schwere Knieverletzung zu einer langen Pause zwang. Nachdem sein Vertrag auf der Insel nicht verlängert worden war, nahm der vereinslose Gerich Anfang September ein Angebot des 1. FC Nürnberg an, wo bereits zwei Landsleute spielten. Gerich unterschrieb einen stark leistungsbezogenen Vertrag und bestritt für den Club 17 Pflichtspiele, in denen er ein Tor erzielte und zwei weitere vorbereitete. Dass er für eine Mannschaft wie wir eine Verstärkung sein kann, wusste ich immer, urteilte sein Trainer. Allerdings zog sich Gerich gegen Ende der Saison dessen Unmut zu, weil er nach einer Verletzung zum Arzt seines Vertrauens nach Italien gereist war. Das wurde am Pfalzner Weiher als Misstrauensvotum gegenüber der medizinischen Abteilung des Vereins empfunden.
Nach einem lautstarken Disput mit dem Trainer wurde Gerch nicht mehr berücksichtigt und verpasste dadurch ein mögliches Highlight seiner Karriere. Der Club verzichtete zudem darauf, die Option auf eine Weiterbeschäftigung zu ziehen. Gerch kehrte ablösefrei zu jenem Verein zurück, bei dem er einst sein Bundesliga-Debüt gefeiert hatte. Nach 2 Jahren ging es zurück in die Heimat, wo sich der 34-malige Nationalspieler einem Zweitliga-Aufsteiger anschloss, für den er weitere 4 Jahre auflief, ehe er dann seine Karriere mit 38 Jahren beendete. Danach wurde er Vizepräsident dieses Clubs und war später noch als Jugendtrainer bei seinem Stammverein tätig. Der ist nicht schwer. Gerch und ich. Ja, Fadi hatten. Ja, das kostet nicht. Sehr schön. Ja. Sehr gut. Ja. Oh, was macht eigentlich unsere Saisonspende? Das ja, katastrophal, solange der Dieter Hecking und Osman Čanka ja übernehmen. Ja. Du musst mal zusammenrechnen, wie viel Gerchs du erraten hast. Ich würde sagen, alle. Okay, ich runde großzügig auf. Für die Saisonspende habe ich alle erraten. Ich habe jetzt gerade währenddessen so ein bisschen gegoogelt, weil ich eh keine Ahnung mehr hatte irgendwann. Und dann kam ich, glaube ich, auf einen möglichen nächsten Gerch für kommende Woche. Ja, wahrscheinlich ist es halt der, den ich erraten soll. Nee, kann nicht sein. Alles klar, dann nächste Woche Freitagabend bei Wehen Wiesbaden und wir nehmen wieder am Sonntag auf. Oder wie passt es euch in euer Leben am besten rein? Ja, ne? Wann? Sonntag. Sonntag. Da habe ich frei. Da hast du frei. Mhm. Das Spiel aber irgendwann am Nachmittag die Falcons. Aber da hat meine Tochter Hallenturnier. Mhm. Zabo Eintracht, großes Faschingshallenturnier. Dann machen wir doch einfach mal von dort aus. Ja, das wäre cool. Vor Ort. Live-Podcast vom Hallenturnier. Ja. Ich würde mich ja vielleicht bereit erklären, Vormittag schnell mal reinzukommen. Alles klar. Dann kriegen wir das irgendwie hin und dann gehen der Golotze und ich zu den Falcons. Und, oder spielen die da dann auswärts? Nee, spielen daheim. Haben die jetzt 2 Heimspiele hintereinander? Englische Woche. Und dann kommen sie in die Playoffs. Ne? Nee. Ist das rein rechnerisch noch möglich? Ja, ne? Es sind ja noch ungefähr 12 Spiele oder so. Ja, oder? Aber 14 Spiele. Warum denn nicht? Das interessiert ja keinen an dieser Stelle. Alles klar. Sonst noch was? Haben alle gegrüßt? Ich denke ja. Bassi grüße ich noch, der uns auch letzte Woche eine sehr nette Nachricht geschrieben hat. Die war wirklich sehr nett. Ja, Grüße auch von mir. Dem ich gestern in der Kickfabrik zusammen deletieren durfte. War seine Leistung? Er war ja sehr angeschlagen in diese Partie gegangen. War gut. Ja? War gut. Stand er wirklich im Tor? Oder? Er stand auch sehr viel im Tor, aber ihm merkt man nicht an, ob der, ob Knorpelschaden oder Topfit. Der hat so ein Auge. Der hat so ein Auge und ist so eine Maschine. Ja. Ja. Gut. Gut. Tschüss. Tschüss. Adi. Mehr von uns gibt's auf nordbayern.de und nn.de.